Ägypten hat eine der großartigsten Kulturen der Antike hervorgebracht. Zwei Jahrhunderte der Ägyptologie haben durch Forschung und Ausgrabungen fantastische Geheimnisse und Entdeckungen ans Licht gefördert. Heute wollen wir diese Funde noch einmal mit Methoden begutachten, die dem neuesten Stand der Technik entsprechen. Die weltweit führenden Experten auf diesem Gebiet sind zusammengekommen, um den 10 größten Entdeckungen des alten Ägypten auf den Grund zu gehen. Jede dieser 10 Entdeckungen stellt schon für sich einen einzigartigen Schatz dar. Aber sie sind weit mehr als das. Sie sind der Schlüssel zu einer der außergewöhnlichsten Kulturen, die unsere Welt je gesehen hat. Diese Entdeckungen sind der Zugang zur Vergangenheit. Sie zeigen uns, wie die alten Ägypter gelebt, was sie gemacht und gedacht haben. Was vor Jahrzehnten, ja oft vor Jahrhunderten entdeckt wurde, stellt noch immer eine Herausforderung dar. Es muss entschlüsselt werden. Wie konnten geheime Botschaften aus diesem einfachen Grab einen Ort der Wiederauferstehung machen? Die Szenen selbst oder die Worte sind wie ein Computercode oder eine Gebrauchsanweisung. Was hat die Welle der Gewalt ausgelöst, die die meisten dieser wunderschönen Gräber entweiht hat? Es handelt sich eindeutig um organisiertes Verbrechen von Banden. Die Ägypter bauten in Größenordnungen, die Jahrtausende lang nicht wieder erreicht wurden. Wie haben sie das geschafft? Niemand kann mit Gewissheit sagen, wie man mit einfachen Werkzeugen und viel Schweiß ein solch unglaubliches Monument bauen konnte. Über 3 Jahrtausende hinweg widerstand diese Kultur wiederholten Eroberungsversuchen und überdauerte all ihre Feinde. Die Ägypter hatten in ihrer langen Geschichte eine so hohe Kultur entwickelt, dass sie eher die Eroberer veränderten als umgekehrt. Sie schufen eine Supermacht, die länger als jede andere in der Geschichte vorherrschend war. Versuchen wir, uns ihrem Leben und ihrer Weltsicht vom neuesten Stand der Forschung aus zu nähern. Im heutigen Ägypten ist Dr. Zahi Hawass der höchstrangige Archäologe und wacht über die antiken Schätze in seinem Land. Er wird uns zusammen mit einem Team führender Wissenschaftler auf einer Reise zu den 10 bedeutendsten Entdeckungen Ägyptens begleiten. Wir nehmen Sie auf eine unvergessliche Abenteuerreise mit. Die erste Entdeckung führt uns eine technische Meisterleistung vor, die die Voraussetzung für Ägyptens Aufstieg zu einer Supermacht war. Diese Entdeckung zeigt uns die handwerklichen Fähigkeiten der Ägypter. Und erstaunlicherweise ist ihnen der technologische Durchbruch mit einem Boot gelungen. Vor über 4.500 Jahren befahl Pharao Chufu, heute eher unter seinem griechischen Namen Cheops bekannt, den Bau der großen Pyramide. Der Fund unterhalb der Pyramide ist nicht weniger beeindruckend als das Bauwerk selbst. Das Erstaunliche an dieser Entdeckung ist, wie die Ägypter vor 4.600 Jahren dieses unglaubliche Boot bauen konnten. Das Khufu-Schiff ist das ungewöhnlichste Kunstwerk der Welt. Es ist am Heck fast 3 Stockwerke hoch. 1200 Teile werden mit kleinen Holzstückchen und einer Art Nähtechnik zusammengehalten. Das Gelände um Gizeh wurde immer wieder aufgegraben. Dadurch entstanden immer größere Schutthalden. Die Entdeckung geschah rein zufällig, so wie bei vielen Entdeckungen Glück eine große Rolle spielt. Es war 1954. Der Archäologe Kamal El-Malak überwachte Räumungsarbeiten am Fuß der großen Pyramide. Die untere Südseite der Pyramide war völlig mit Schutt bedeckt und sie begann, das Geröll zu entfernen. Dabei stießen sie auf diese riesigen, sorgfältig verlegten Kalksteinplatten. Neugierig geworden, schlug El-Malak durch eine Platte ein kleines Loch. Als dieser Mann hineingesehen hatte, sagte er zu mir,
Ich habe Geschichte gerochen. Er entdeckte 41 riesige Kalksteinblöcke, die zwischen 17 und 20 Tonnen wogen. Sie bedeckten eine tiefe Grube, die über 30 Meter lang war. Und es war ihr Inhalt, der die Ägyptologen in Aufregung versetzte. Sie fanden dort riesige Stapel von Holz, Seilen und Rudern vor. Warum ließ Khufu ein Schiff in der Wüste neben seiner Pyramide begraben? Die Antwort erklärt uns, wie die Ägypter den Tod betrachteten und wie sich der Pharao sein Leben nach dem Tod vorstellte. Die Pyramide würde seine sterbliche Hülle bewahren, aber seine Seele würde diese verlassen. Sie würde verwandelt werden. Khufu war ein König und ein Gott, und wenn er starb, würde er eins mit dem Sonnengott werden. Dazu würde er in den Himmel aufsteigen, wo ihn Ra, der Sonnengott, schon erwartete. Vereint würden sie die tägliche Reise der Sonne über den Himmel machen, und zwar, wie die Ägypter glaubten, in einem großen Boot. Diese Vorstellung lag für die Ägypter nahe, denn sie sahen den Weg der Sonne nicht als eine Flugbahn über den Himmel an, sondern glaubten, sie führe auf einem Sonnenboot über die Flüsse, die ihre gesamte Welt umgaben. In der ägyptischen Vorstellung hatte dieses Boot einen eindeutigen praktischen Zweck. Es würde im Leben nach dem Tode benutzt werden. Khufu war ein König und ein Gott. Wenn er starb, würde er das Boot nicht nur für seine Besuche nutzen können, sondern er wurde, was noch wichtiger war, eins mit dem Sonnengott. Das Khufu-Boot sollte seinen Herrscher über den Himmel tragen. Es war ein wichtiger Bestandteil des religiösen Lebens. Boote und Wasser spielten im ägyptischen Leben eine zentrale Rolle. Das Khufu-Boot legt Zeugnis davon ab, welche Bedeutung der Nil für die Ägypter hatte. Boote bedeuteten den Nil. Und der Nil war Ägypten. Die Ägypter verdankten dem Nil ihre Nahrung, ihr Wasser und die Bewässerung. Aber vor allem bot er ihnen die Möglichkeiten des Transports. Der Nil verband den Süden mit dem Norden des Landes. Die Ägypter handelten mit der Außenwelt über den Nil. Es war der Reichtum, den ihnen der Fluss bescherte, der ihre Kultur zum Erblühen brachte. Der Nil war die wichtigste Voraussetzung für eine solche Kultur, und deswegen können wir mit den Ägyptern sagen, dass der Nil das antike Ägypten geschaffen hat. Schätze, Gold und Juwelen kamen aus Nubien im fernen Süden. Der harte Granit für die schönsten Baudenkmäler wurde über hunderte von Kilometern über den Nil aus Assuan hergeschafft. Der Pharao sandte Handelsexpeditionen in das sagenumwobene Land Punt, 1.500 Kilometer im Südosten. Der Transport auf Schiffen brachte unglaubliche Reichtümer in das Land und ermöglichte den ägyptischen Pharaonen, ein Imperium zu errichten. Die Bedeutung von Schiffen für die alten Ägypter lässt sich von den Wandbildern im gesamten Land ablesen. Aber diese Kunstwerke geben uns noch nicht Aufschluss über die geniale Technik, mit der sie solch wuchtige Boote bauten. Für Archäologen ist die Entdeckung dieses echten Bootes, das als Grabbeigabe perfekt erhalten geblieben ist, wie die Reise in einer Zeitkapsel. Es sieht aus, als würde es mit seinen geschliffenen Kanten gerade aus der Werft kommen. Archäologen können so die Bauweise eines antiken Bootes untersuchen, als wären sie bei seiner Erbauung vor 4.500 Jahrtausenden dabei. Jedes seiner 1.200 Teile, aus denen der Rumpf zusammengesetzt ist, wurde von Hand geschnitzt. Wir sehen dieses komplexe Ineinandergreifen der Planken wie bei einem Puzzle. Jedes Stück passt individuell und maßgerecht zu den Teilen, die es umgeben. Nicht weniger bemerkenswert ist die Art und Weise, wie diese Teile verbunden wurden. Die Ägypter benutzten keine Nägel oder dergleichen, um Boote zu bauen. Keine Schrauben, keine Nieten, keinen Klebstoff. Dieses Boot wird von Gras zusammengehalten. Das Gras wird Halfa genannt und findet sich überall in Ägypten. Die langen Halme sind sehr rau, aber wenn man sie aneinander reibt, erhält man ein festes und dennoch sehr biegsames Seil. Restaurateure haben zunächst ein Modell des Bootes im Maßstab 1:100 nachgebaut.
So haben sie dann die einzelnen Teile des Bootes mit den Seilen verbunden. Unglaublich. Die Entwicklung dieser Technik bescherte den Ägyptern einen klaren Vorsprung gegenüber anderen Kulturen. In der Zeit, als das Khufu-Schiff gebaut wurde, schlug man andernorts meistens noch Einbaumboote aus dem vollen Stamm. Diese Konstruktionstechnik ermöglichte es den Ägyptern, bedeutend größere Boote zu bauen als andere rivalisierende Kulturen. Sie konnten größere Ladungen transportieren und längere Distanzen bewältigen. Sie konnten in der ganzen ihnen bekannten Welt Handel treiben. Die Ägypter mussten sich nicht darauf beschränken, den Nil hinauf und hinunter zu paddeln. Sie waren durchaus in der Lage, auf das Mittelmeer hinaus zu segeln, wo auch immer sie hin wollten. Das war die Grundlage eines ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwungs und damit die Voraussetzung für eine 3000 Jahre anhaltende Kultur. Ägypten entwickelte sich so zu einer der erfolgreichsten Supermächte in der Geschichte der Menschheit. Das Khufu-Schiff ist die erste von Ägyptens 10 größten Entdeckungen, weil Schiffe den Grundstein für das Imperium legten. Mit dem Reichtum, der in den Schiffen importiert wurde, konnten die überdimensionierten Bauwerke finanziert werden. Ägypten errichtete Tempel und Monumente, deren Größe in der Antike nie wieder erreicht wurden. Aber diese hätten niemals gebaut werden können, wenn die Ägypter technisch nicht in der Lage gewesen wären, Steine in einem ungeheuren Ausmaß zu brechen. Ohne Stein hätte es keine Denkmäler und Monumente gegeben. Vieles von dem, was wir von den alten Ägyptern wissen, verdanken wir ihren Aufzeichnungen in Stein. Das Wissen über ihre Methode, gewaltige Steinblöcke aus den Steinbrüchen zu schlagen, verdanken wir vor allem dem unvollendeten Obelisken. Sie haben an Ort und Stelle einen solchen Stein liegen lassen, als ob sie uns zeigen wollten, wie sie dabei vorgingen. Der unvollendete Obelisk wiegt über 1000 Tonnen und hat eine Länge von fast 42 Metern. Er liegt in dem antiken Steinbruch von Assuan im oberen Ägypten. Der Obelisk wurde nie von seinem Steinbruch wegbewegt. Archäologen haben versucht, dahinter zu kommen, warum er nach so viel Arbeit liegen gelassen wurde. Aufgerichtet hätte er eine Höhe von 10 Stockwerken erreicht. Mit seinen Bildern und Hieroglyphen wäre er zu einem markanten Wahrzeichen einer jeden Tempelanlage geworden. Der Obelisk war das Symbol einer Verbindung zwischen dem König und dem Sonnengott. Obelisken sind Kunstwerke einer spirituellen Präzisionstechnologie. Für die Ägypter war der Obelisk ein Symbol der Sonne. Er stellte eine Art Kraftableiter dar. Als spirituelle Blitzableiter konnten Obelisken die Energie des Himmels sammeln und kanalisieren. Er musste aus einem einzigen Steinblock bestehen. Wenn er gesprungen war, würde der Sonnenstrahl gebrochen werden und so seine göttliche Energie verlieren. Als die Steinmetze den Riss bemerkten, gaben sie den Obelisken von Assuan auf. Was für sie einen herben Verlust darstellte, war für die Wissenschaft ein unschätzbarer Gewinn. In der Archäologie sind frühere Missgeschicke nicht weniger bedeutend als Erfolge. Es gibt zahlreiche Hinweise auf und unter dem Obelisken, die erklären können, wie die antiken Steinbrecher die Blöcke aus dem Fels sprengten. Der unvollendete Obelisk stellt ein einzigartiges Dokument ihrer Arbeitsweise dar. Indizien allein können zwar ein Erklärungsmodell liefern, seine Richtigkeit muss aber erst noch überprüft werden. Wir konnten erstaunliche Entdeckungen machen, die unser Wissen über Obeliske bereichert haben. Adel Kelani hat sich ein Leben lang mit der Technik des Steinbrechens beschäftigt. Das hier ist ein gutes Beispiel für eine natürliche Bruchlinie, die man zuerst suchen muss, bevor man mit der Arbeit anfängt. Granit weist natürliche Bruchlinien auf, die Schwachstellen des Steins anzeigen. Nachdem sie diese Bruchlinien bestimmt hatten, konnten die Steinbrecher mit dem Herausstemmen der Steinblöcke beginnen.
Es ist leichter, den Stein an einer solchen Stelle aufzumeißeln, denn die Schwäche des Gesteins pflanzt sich an einer solchen Linie fort. Nun wurde mit handlichen Stößeln auf die Bruchlinie eingehämmert, um tiefer in den Stein vorzudringen. Diese frühen Vorschlaghämmer waren aus Dolorit, einem Stein, der wesentlich härter als Granit ist. Aber eine solche Technik beanspruchte viel Zeit. Und Zeit war ein Luxus, den die Steinmetze nicht hatten. Die Pharaonen wollten ihre Grabmäler so schnell wie möglich. Viele fürchteten, dass sie nicht lange genug leben würden. Die durchschnittliche Regierungszeit eines Pharaos betrug weniger als 10 Jahre. Und kein Pharao wollte sein Vermächtnis dem Nachfolger überlassen. Auch wenn sie für die Ewigkeit gebaut wurden, mussten sie in kürzester Zeit errichtet werden. Allein die Anzahl der Obelisken legt es nahe, dass die Steinmetze der Antike eine Lösung gefunden haben mussten. Unter dem Stein fanden die Archäologen schließlich den Schlüssel zu dieser Lösung. Was wir hier haben, ist schon die ganze Geschichte. Sie erzählt uns alles darüber, wie die Ägypter es gemacht haben. In dieser Schicht befinden sich verrußte Lehmziegel, verbrannte Holzstückchen und von Hitze geplatzte Steinsplitter. Anhand dieser Fundstücke glaubt Kelani erklären zu können, wie die Ägypter das Steinbrechen beschleunigen konnten. Die Ägypter haben Feuer benutzt, um den Stein zu zertrennen. Beim Erhitzen würde sich der Stein ausdehnen und abkühlen würde ihn sich zusammenziehen lassen. Ein solcher Vorgang schwächt den Stein und kann ihn sogar spalten. Wenn die Ägypter diesen Prozess gezielt eingesetzt hätten, wäre die Verwendung von Feuer theoretisch denkbar. Aber bis heute ist diese Theorie nicht überprüft. Ich bin auf das Resultat gespannt. Es wäre eine neue Entdeckung. Genauso wie es früher gemacht wurde, sucht Kelani nach einer Bruchlinie im Stein. Die Lehmziegel, die man gefunden hat, legen den Schluss nahe, dass man mit einer Mauer das Feuer kontrolliert hat. Das Feuer erhitzt den Stein auf 800 Grad Celsius. Durch die Ausdehnung nehmen die Spannungen im Gestein zu. Nach 60 Minuten ist das Feuer weitgehend heruntergebrannt. Jetzt wird Wasser auf die Glut gegossen. Die Temperatur sinkt schlagartig und der Stein zieht sich zusammen. Es ist sehr, sehr heiß. Aber was hat die Hitze am Stein bewirkt? Kelani kann nun vergleichen, ob die vom Feuer geschwächte Bruchstelle leichter zu bearbeiten ist als eine zweite, unbehandelte. Nach einer halben Stunde beendet er das Experiment. An der nicht feuerbehandelten Bruchlinie haben die Arbeiter dem Stein nur wenig anhaben können. Aber an der erhitzten Bruchstelle zerbröckelt er leicht. Sie können sehen, wie das Feuer auf die Gesteinsschichten eingewirkt hat. Es funktioniert wesentlich besser, als wir angenommen hatten. Das erklärt, wie die alten Ägypter in sehr kurzer Zeit eine Menge Obeliske herstellen konnten. Kelani ist davon überzeugt, sein Erklärungsmodell anschaulich bewiesen zu haben. Eines der großen Rätsel der altägyptischen Baukunst ist damit gelöst worden. Der unvollendete Obelisk hat uns den Schlüssel dazu geliefert. Und die experimentelle Archäologie hat bewiesen, dass diese Theorie stimmen könnte. So können wir uns die scheinbar übermenschliche Leistung der Steinbrucharbeiter erklären. Wir sehen jetzt, wie sie einen Obelisken herausbrechen konnten. Diese staunenswerten Bauwerke wurden vor Tausenden von Jahren ohne moderne Technologie errichtet. Und wir fangen an zu begreifen, wie. Von den vielen eindrucksvollen Bauwerken, die die alten Ägypter geschaffen haben, ist das wohl eindrucksvollste die große Pyramide. Die dritte Entdeckung betrifft die Leute, die sie erbaut haben.
Niemand kann mit Gewissheit sagen, wie man mit einfachen Werkzeugen und viel Schweiß ein solch unglaubliches Monument bauen konnte. Nun werden die Wissenschaftler versuchen, dieses Geheimnis zu lüften. Bis vor kurzem nahm man an, dass im alten Ägypten die Pharaonen und die Priesterkaste Heerscharen von Sklaven befehligt haben. Aber neuere Entdeckungen korrigieren dieses Bild. Sie zeigen uns eine hochentwickelte soziale Gesellschaft, die zu der unsrigen, mit ihren Arbeitern, Gewerkschaftsbossen und Geschäftsführern, durchaus Parallelen aufweist. Die große Pyramide befindet sich bei Gizeh. Vor 4.500 Jahren befahl der große Pharao Chufu oder Cheops, wie er griechisch genannt wurde, den Bau des größten Grabdenkmals aller Zeiten. Mit einer Höhe von annähernd 150 Metern wiegt es 6,5 Millionen Tonnen. Viele Menschen glauben, dass die große Pyramide von Außerirdischen gebaut wurde oder dass Priester sie mit geheimnisvollen Zaubersprüchen erschaffen haben. Ihre Ausmaße scheinen sich einer verstandesgemäßen Erklärung zu widersetzen. Bis vor kurzem ging man davon aus, dass die Pyramide von einer Unzahl an Sklaven errichtet wurde. Aber jetzt hat Dr. Zahi Hawass eine Entdeckung gemacht, die ein neues Licht auf ihre Erbauer wirft. Ich konnte aufgrund der Grabstätten der Pyramidenarbeiter ihre Geschichte neu schreiben. Diese Entdeckung ist das Ergebnis geduldiger Suche und forensischer Untersuchungen. 1990 fand Dr. Hawass ein paar erstaunliche Hinweise. Wir begannen mit den Ausgrabungen und fanden sehr merkwürdige Sachen. Ich fand Knochen und Weizensamen und fragte mich, was ist das? Offensichtlich waren die Grabstätten der Bauarbeiter aus demselben Material errichtet wie die Pyramiden. Blöcke aus Kalkstein, Granit und Basalt, die vom Bau der Pyramiden übrig geblieben waren. Mit diesen Steinen wurden die Grabmäler für ihre Könige errichtet. Was sie davon nicht verwenden konnten, benutzten sie, um sich damit eigene Grabstätten zu bauen. Oberhalb dieses Hanges entdeckte das Team von Dr. Hawass aufwendiger gestaltete Grabmäler. Eines trug sogar einen Namen. Diese Hieroglyphen erzählen uns, dass hier ein Aufseher bestattet wurde, Sej. Er hatte die Aufsicht über die Arbeiter, die die Steine zogen. Der Aufseher wurde also höher am Berg bestattet als die gewöhnlichen Arbeiter, was seinen höheren Status widerspiegelt. Diese und ähnliche Hinweise legen die Vermutung nahe, dass die Arbeiter festgelegte Rollen und unterschiedliche Verantwortungsbereiche hatten. Das entspricht weitgehend einem modernen Bauteam. Das hier ist ein weiteres einzigartiges Grabmal. Es gehörte einem Mann mit Namen Nefertes. Hier können wir seinen Namen sehen, Nefertes. Aber wirklich einzigartig sind diese Szenen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Sie brauen Bier und backen Brot. Und deswegen glaube ich tatsächlich, dass Nefertes der Mann sein könnte, der sich um das Brotbacken zu kümmern hatte. Das Museum in Kairo beherbergt Statuetten, die in Gizeh gefunden wurden. Diese stellen unterschiedliche handwerkliche Tätigkeiten dar, wie zum Beispiel das Backen von Brot oder das Keltern von Wein. Auf bemalten Reliefs sind Händler beim Verzeichnen der Waren zu sehen. Das alles weist auf eine Arbeitsteilung hin, wie sie auch in einer modernen Industriegesellschaft üblich ist. Und es scheint, als wären die Arbeiter hoch angesehen gewesen und gut versorgt worden. Es gibt sogar Hinweise auf ein medizinisches Hilfsprogramm. Wir haben entdeckt, dass viele Arbeiter Unfälle hatten, dass zum Beispiel Steine auf ihre Hände oder Beine gefallen waren. Sie mussten ja schwere Steine bewegen. Alle Skelette bei Männern wie Frauen lassen eine Überbeanspruchung des Rückgrats erkennen. Gleichzeitig enthüllen forensische Untersuchungen ein erstaunlich ausgeklügeltes System der medizinischen Versorgung.
Janet Monsch hat sich als medizinisch ausgebildete Anthropologin auf das Studium von Knochenfunden spezialisiert. Wir können klar erkennen, dass der Knochen des Individuums weit vor seinem Tod einmal gebrochen gewesen sein muss. Der Knochen wurde wieder gut eingerichtet und dann vermutlich für eine Zeit lang ruhig gestellt. Wir würden sagen, dass nach heutigem Standard der Bruch außerordentlich gut verheilt ist und der Arzt seinen Job gut gemacht hat. Diese Arbeiter scheinen von ihrem Arbeitgeber hoch geschätzt worden zu sein. Bei einem Skelett konnten wir am Schädel einen Gehirntumor diagnostizieren, den der Arbeiter nach einem chirurgischen Eingriff noch 2 Jahre überlebt hat. Anstatt ausgebeutet zu werden, wurden die Arbeitskräfte im antiken Ägypten auf ähnliche Art und Weise umsorgt, wie das heutzutage bei großen Firmen und ihren Angestellten der Fall ist. Sie konnten sich bei Grillpartys und Ballspielen wieder erholen. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass Arbeiter in Kurzurlaub geschickt wurden. Die eingemeißelten Darstellungen auf der sogenannten Hotelstele zeigen, was sie erwarten konnten, wenn sie ein Hotel besuchten. Ein Restaurant mit Bar, Tanz und Bier und dem anschließenden Kater. Ein Arbeiter zu sein bedeutete ein Privileg. Man wurde gut bezahlt und versorgt. Es war ein angenehmer Job. Die Gräber der Pyramidenbauer zeigten eine streng organisierte Hierarchie von gut ausgebildeten Fachkräften und Handwerkern innerhalb der Arbeiterschaft. Sie wurden bei ihrer Arbeit von einem raffinierten Wohlfahrtssystem unterstützt. Damit ist ein allgemeines Vorurteil widerlegt. Die Pyramiden wurden nicht von Sklaven errichtet. Weil die Gräber bei Gizeh für gewöhnliche Leute gedacht waren, wurden sie offenbar auch nicht von Grabräubern heimgesucht. Aber es war ein anderes Grab, das 35 Jahrhunderte verschlossen geblieben war, welches den Ägyptologen die erstaunlichste Entdeckung bot. Das Grab des berühmtesten aller Pharaonen, Tutanchamun. Das ist nicht die Ikone für eine Statue, sondern die der ganzen Welt. Wer war der Mann hinter der goldenen Maske? Das Tal der Könige am Westufer des Nils. Hier finden sich 63 Gräber. Aber das, welches Tutanchamun gehörte, lag für Jahrhunderte versteckt. 1922 machte sich der Entdecker und Ägyptologe Howard Carter auf die Suche nach ihm. Howard Carter suchte 5 Jahre lang nach dem Grab, bis eines Morgens Arbeiter bei Aufräumarbeiten die 15 Stufen fanden, die zum Eingang der Grabstätte führten. Das Grab liegt 10 Meter tief im Kalksteinbett des Tales verborgen. Das Ende des Ganges war blockiert. Carter stemmte ein Loch auf. Und er sah in dieser Kammer wundervolle Dinge. Das Grab beherbergte nicht nur den Leichnam des Pharao, sondern auch über 3000 kostbare Beigaben, die mit ihm bestattet worden waren. Seitdem ist das Grab zu einem Wallfahrtsort für Ägyptologen geworden. Aber jetzt gehen die Archäologen sogar noch einen Schritt weiter. Sie wollen den jungen König betrachten wie noch nie zuvor. Mit modernster Technik sollen die Geheimnisse des 3500 Jahre alten Körpers entschlüsselt werden. Der Computertomograph zerlegt die Mumie in viele dünne Schichten, die zu einem dreidimensionalen Abbild zusammengefügt werden. Der CT-Scan ist ein wunderbares Werkzeug. So kann man wirklich alles sehen. Vielleicht sogar, wie der König gestorben ist. Man kann wirklich alles sehen. Sein Gebiss ist tatsächlich sehr aufschlussreich. Man sieht, dass die Wurzeln an den Backenzähnen noch nicht voll entwickelt sind. Dadurch kann man von einem Alter zwischen 18 und 20 ausgehen. Experten untersuchen eine Wunde am Kopf des Königs. Könnte er daran gestorben sein? Wenn Sie sich den Schädel ansehen, finden Sie ein Loch in seinem Hinterkopf.
Die obere Wirbelsäule ist beträchtlich lädiert, vielleicht sogar die Schädelbasis am Foramen Magnum, der Verbindungsstelle. Wurde die Wunde folgerichtig durch Gewaltanwendung verursacht? Dieses Loch ließ jeden von uns glauben, dass der Goldjunge ermordet wurde. Starb der junge König also eines gewaltsamen Todes? Die antike Prozedur der Mumifizierung, die so alt wie Ägypten selbst ist, kann uns bei der Klärung dieser Frage helfen. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wie die alten Ägypter dazu kamen, ihre Toten zu mumifizieren. Aber man nimmt an, dass in der Wüste gefundene Kadaver ihnen die Anregung dazu gaben. Denn diese waren durch das Austrocknen gut erhalten geblieben. Deswegen versuchten die Ägypter als erstes den Körper auszutrocknen und dazu verwendeten sie Natron. Ohne Natron konnte man die Toten nicht mumifizieren. Natron wirkt ähnlich wie Kieselerdesäckchen, die man heute in der Verpackung von Elektrogeräten findet. Natürliches Natron ist eine Mischung aus Salz und Backpulver und entzieht dem Körper alle Flüssigkeit. Auf diese Weise erhält man eine Mumie. Aber einige Organe enthalten zu viel Wasser, um sie auf diese Weise zu mumifizieren. Wenn man die Organe drin lässt, verrotten sie und explodieren. Deswegen mussten sie in einem nächsten Schritt die inneren Organe und das Gehirn entfernen. Dazu schlugen sie den Schädel auf und entleerten die Schädelhöhle. Demnach könnte die vermeintliche Kopfwunde ebenso gut ein unerwünschtes, aber notwendiges Ergebnis der Mumifizierung sein. An der Universität von Pennsylvania hat Janet Monge die Computertomogramme von Tutanchamuns Mumie untersucht. Wenn sich eine Verletzung vor dem Tod eines Individuums ereignet, wird sie als Antemortem klassifiziert. Und normalerweise findet man dann im Gewebe Spuren eines Heilungsprozesses. Das hier sieht nach einer Postmortem-Verletzung aus. Das Loch in Tutanchamuns Schädel ist typisch für die Schädelöffnungen bei einer Mumifizierung. Das Loch hat nicht das Geringste mit einem Mord oder einem Komplott zu tun. Woran der König gestorben ist, wissen wir nicht. Aber mit Hilfe der Wissenschaft ist es möglich zu zeigen, wie er als Herrscher in Ägypten lebte. Es scheint, dass der Pharao nicht die gleichmäßigen Züge seiner Totenmaske hatte. Er hat dieses hübsche rechteckige Kinn. Ansonsten ist sein Gesicht eher schmächtig und zart gewesen. Wir wollen uns ja nicht über einen König lustig machen, aber wenn er ein Schuljunge wäre, würde man ihm hier vermutlich einen Spitznamen wie Hase geben. Im Gegensatz zu seiner Maske zeigen die CT-Scans ein paar vorstehende Schneidezähne. Die Beigaben, mit denen der junge König begraben wurde, bieten weitere Einblicke in sein Leben. Tutanchamuns Grab lieferte mehr Schätze als alle bisherigen Entdeckungen in Ägypten zusammengenommen. Diese berühmte Maske zusammen mit 6 Kutschen und Gold im Wert mehrerer Millionen Dollar wurde ihm mit in sein Grab gegeben. Was diesen Fund so einzigartig macht, ist der Umstand, dass er völlig unversehrt geblieben ist. Neben dem reinen Marktwert des glitzernden Goldes, das weit über 100 Kilo wiegen dürfte, haben wir den kompletten Satz einer Grabbeigabe für einen Pharao. Die Gegenstände entsprechen in ihrem Standard denjenigen, mit denen sich der Pharao im täglichen Leben umgeben hat. Wir sind immer wieder darüber erstaunt, mit welcher Sorgfalt Gegenstände wie Gefäßverschlüsse hergestellt wurden, obwohl sie nie wieder das Auge eines menschlichen Betrachters sehen sollten. Die Art der Gegenstände und das Spektrum ihrer Anwendung geben einen Einblick in das Leben Tutanchamuns. Die Ägypter glaubten, dass ihr Leben im Jenseits ähnlich wie im Diesseits wäre, nur besser. Deswegen sollte man alles mitnehmen. Die Grabbeigaben waren wie das Boot des Khufu nicht nur symbolisch gemeint, sondern hatten aus Sicht der alten Ägypter durchaus eine praktische Bedeutung. Die Ägyptologin Dr. Nadia Lockmart will an den Radachsen der goldenen Kutsche die Leidenschaft des jungen Königs für Geschwindigkeit ablesen. If you look here,
Wenn Sie sich das ansehen, werden Sie diese Riefen erkennen, die ziemlich tief um die Achse herumgehen. Hier und da. Und wenn Sie das Rad drehen, werden Sie sehen, dass sie durchgängig sind. Das zeigt, dass das Rad gedreht wurde und dabei diese Spuren hinterlassen hat. Es ist also durchaus möglich, dass Tutanchamun mit der Kutsche beerdigt wurde, mit der er zu Lebzeiten durch die ägyptische Wüste jagte. Er liebte besonders das Brettspiel Senet. Darum wurde er nicht nur mit einem großen Senet-Spieltisch begraben, sondern auch mit einer kleineren Reiseversion aus Elfenbein. Tutanchamun war der oberste Herrscher einer Supermacht. Diese Gegenstände erinnern an seine Jugend und könnten auch etwas Aufschluss über seinen Charakter geben. Wo Carters Entdeckung der Welt einen Pharao vorführt, bringt uns die Wissenschaft sein Leben näher. Weitere Untersuchungen der Grabgegenstände und der Mumie des Königs werden wahrscheinlich auch weitere Details zum eigentlichen Menschen hinter der Maske liefern. Aber im alten wie im heutigen Ägypten bestand der Großteil der Bevölkerung aus einfachen, arbeitenden Menschen, die das Herz dieser Nation gebildet haben. Es ist wie ein Guckloch in das Leben des antiken Ägypten. Die fünfte Entdeckung eröffnet einen Blick auf die einfachen Menschen in der Stadt der Grabbauer. Die Stadt Deir el-Medina gewährt einen seltenen Einblick in das tägliche Leben im antiken Ägypten. Sie stand auf dem Westufer des Nils. Ihre freigelegten Reste sind eine sehr wertvolle Entdeckung. Deir el-Medina blieb weitgehend unbeachtet, nachdem die Bewohner die Stadt verlassen hatten. Damit ist sie für Archäologen eine unschätzbare Quelle. Die Stadt überdauerte, weil sie aus Stein gebaut war. Die meisten anderen Städte der Nilebene waren aus Lehmziegeln gebaut und wurden mit der Zeit weggespült. Das Fantastische an Deir el-Medina ist, dass die Stadt überlebt hat. Sie bot für 280 Menschen ein Zuhause und wurde in einer ungewöhnlichen Gegend gebaut. Hoch oben in der Wüste und nur eine Stunde Fußmarsch vom Tal der Könige entfernt. Deshalb vermuten manche Archäologen, dass sie den Arbeitern im Tal als Unterkunft diente. Sie hatten die Aufgabe, die Grabmäler der Könige im Tal zu bauen und auszuschmücken. Die Familien haben offenbar in ihren eigenen eingeschossigen Häusern gewohnt. Das hier ist der Eingang zu einem Haus, in dem einer der Aufseher gewohnt haben muss. Denn es lässt auf eine sehr einflussreiche Person schließen. Bauarbeiter, Goldschmiede und andere Handwerker hatten in einem Land, dessen Bewohner meistens Bauern waren, einen hohen sozialen Status. Handwerker hatten genauer betrachtet einen ziemlich angenehmen Job. Sie haben vermutlich durchschnittlich 2 von 3 Tagen gearbeitet. Zu besonderen Gelegenheiten bekamen sie Wein und Fisch. Wahrscheinlich mochten sie ihren Job. Neben den Gräbern für die Pharaonen bauten die Bewohner von Deir el-Medina an ihrer eigenen Stadt. Und indem sie ihre Wandmalereien studieren, können Archäologen das Leben dieser Leute Stück für Stück rekonstruieren. Wir können ja eine Menge über den Alltag in Deir el-Medina lernen. Die Kunstwerke zeigen eine Gemeinschaft wohlhabender und erfolgreicher Menschen. Aber sie zeigen auch, wie die Bewohner gesehen werden wollten, nicht wie sie wirklich waren. Auf ihren Gräbern und Denkmälern führen sie ihr bestes Benehmen in Sonntagskleidung vor. Aber es ist ein Ideal.
Doch auf das Alltagsleben der Bewohner gibt es noch andere Hinweise. Es finden sich auch Sachen, die sie uns lieber vorenthalten hätten. Und sie finden sich überall. Die Felswände, die die Stadt umgeben, sind aus Kalkstein. Damit wird jeder Brocken, der als Scheibe herunterkommt, zu einer potenziellen Schreibfläche. Und dieses Potenzial wurde von den Bewohnern von Deir el-Medina reichlich genutzt. Für die alten Ägypter war dies vergleichbar mit einem Notizblock. Sie brauchten nur ein Stück Stein aufzuheben und schon hatten sie ihr Schreibmaterial. Diese Scheiben, bei den Griechen unter der Bezeichnung Ostraka bekannt, wurden sowohl für offizielle Dokumente als auch für private Notizen benutzt. Sie liefern uns Aufschlüsse quer durch die Gesellschaft. Es geht nicht nur um Männer, sondern ebenso um Frauen. Auch das ist ein Aspekt des täglichen Lebens, zu dem die Funde in Deir el-Medina Material beisteuern. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Wir erfahren etwas über ihre ökonomischen und administrativen Belange. Wenn sie zum Beispiel ihre Vertragspartner wegen Nichtbezahlung für in Anspruch genommene Dienste verklagten. Wir haben Hinweise auf den Besitz von Frauen, auf ihre Arbeit und ihr Leben. Die Frauen im alten Ägypten hatten Rechte, mehr als Frauen in der griechischen und römischen Gesellschaft und mehr als im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts. Der Umstand, dass Ostraka mit Botschaften an Freunde versandt wurden, ermöglicht den Wissenschaftlern völlig neue Erkenntnisse. Wir können sehen, wie die Ägypter wirklich waren. Ostraka belegen, was die Ägypter in ihrer Freizeit machten. Sie tranken gern, gingen gerne fremd und waren schwatzhaft. Aufgrund dieser Funde können wir ihr Leben vor 3000 Jahren rekonstruieren. Es ist alles auf Kalkstein festgehalten. Und das Leben der Bewohner von Deir el-Medina war dem unsrigen gar nicht so unähnlich. Zum ersten Mal erfahren wir nicht nur etwas über Könige und Königinnen, sondern über die einfachen Leute und ihr Leben. Aber man kann das Leben dieser Menschen nur verstehen, wenn man auch ihren Glauben an das Leben nach dem Tode versteht. Die sechste Entdeckung, das Grab von Sethos I., erlaubt in diesem Sinne tiefe Einblicke. Was wir hier vorfinden, ist praktisch ein Reiseführer für das Jenseits. Die Forscher entschlüsseln hier den geheimnisvollen Code, der aus einem Loch in der Erde einen Ort der Wiederauferstehung macht. Im Tal der Könige befinden sich 63 Gräber. Eines der größten ist das Grab von Pharao Sethos I. Es enthält reichlich Informationen darüber, wie sich die alten Ägypter das Leben nach dem Tode vorstellten. Das Grab von Sethos I. ist wirklich eines der ungewöhnlichsten im Tal der Könige. Das Tal der Könige liegt gegenüber den großen Tempelkomplexen von Karnak und Luxor am Westufer des Nils. Im Spätsommer des Jahres 1817 erreichte der italienische Entdecker Giovanni Belzoni diesen Ort. Belzoni war früher im Zirkus als Kraftakrobat aufgetreten, widmete aber den zweiten Teil seines Lebens ganz der Ägyptologie. Nach gründlicher Untersuchung der geologischen Beschaffenheit des Tales entdeckte er innerhalb von 2 Wochen 8 Gräber. Am Ende der 3. Woche waren es bereits 16. Doch es war erst die Entdeckung am Morgen des 16. Oktober, die mit seinem Namen für immer verbunden bleiben wird. Und Belzoni. Als Belzoni dieses Grab 1817 entdeckte, war es ein Wunder. Seine Augen leuchteten. Er fand einen schmalen Einstieg und er hielt es auch für unversehrt. Um die Wandmalereien vor Feuchtigkeit und dem Atem der Besucher zu schützen, wurde das Grab Sethos I. für die Öffentlichkeit geschlossen. Aber in seiner Funktion als Chef der ägyptischen Altertümerverwaltung ist Dr. Hawass der Einzige, der die Öffnung des Grabmals anordnen kann. Ich werde Ihnen jetzt das wohl erstaunlichste Grabmal von allen zeigen.
Der Zugang führt steil in den Felsen hinunter. Das Grabmal ist tief in den Felsen hineingeschnitten, über 100 Meter tief. Es beinhaltet einige der fantastischsten Kunstwerke des antiken Ägypten. Jede zugängliche Oberfläche ist bemalt. Nicht nur die Schönheit der Formen nimmt einem den Atem, sondern auch die Lebhaftigkeit der Farben. Eine dieser schönen Szenen zeigt die Verbindung zwischen Sethos dem I. und der Göttin Maat. Das Erstaunlichste daran ist, dass sie ihn in allen Szenen hält, um ihm ihre Unterstützung zu zeigen und ihren Segen zu geben, wenn er in das Totenreich geht. Archäologen analysieren diese Kunstwerke, um ein besseres Verständnis dafür zu entwickeln, wie die Ägypter sich das Leben des Pharaos nach seinem Tod vorstellten. Dies ist eins der beiden Gräber im Tal der Könige, die erzählen, wie das Grab aus dem König einen Gott macht. Grundlage ihres Glaubens ist bei den alten Ägyptern die Vorstellung, dass der Sonnengott Ra tagsüber die Sonne über den Himmel fährt und damit das Land zum Leben erweckt. Aber des Nachts reist er in die Unterwelt, um die Dämonen zu bekämpfen, die Ägypten bedrohten. Dieser Kreislauf war für die Ägypter von entscheidender Bedeutung. Sie glaubten, wenn er nicht vollendet wäre, würde die Sonne nicht aufgehen, der Nil würde nicht fließen und die Welt würde zugrunde gehen. Sethos' Aufgabe nach seinem Tod war es, dem Gott in diesem Kampf beizustehen. Der König steigt in diesen Sonnenkreislauf mit ein, wenn es in die Unterwelt hinabgeht. Es ist wichtig, dass er an diesem Kreislauf teilnimmt, weil das seine Aufgabe im nächsten Leben sein wird. Sethos musste sich sicher sein, dass er nach dem Tode auferstehen würde, um seine Aufgabe und sein Schicksal zu erfüllen. Die Malereien, die er für sein Grab in Auftrag gab, waren eine magische Beschwörungsformel, um ihm die Auferstehung zu erleichtern. Beschwörungsformeln sind wie Gebrauchsanweisungen oder Computersoftware. Sie funktionieren und erreichen ihren Zweck. Das war nicht Kunst, sondern logische Anwendung. Wie ein Befehlssatz, den man in einen Computer eingibt. Das Grab ist eine Wiederauferstehungsmaschine. Die Szenen und die Worte, die wir auf den Wänden finden, sind wie ein Computercode oder eine Gebrauchsanweisung. Die kodierten Kunstwerke zeigen, dass für die Ägypter Mystik und Magie real waren. Wenn man erst einmal an Magie glaubt, dann ist ein Zauberstab genauso ein Werkzeug wie ein Hammer. Er funktioniert und erfüllt seinen Zweck. Jetzt sind wir am Ende des Grabmals angelangt. Die Wandbilder hier stehen für das Paradies. Der Gott Osiris herrschte über das Paradies. Das Kunstwerk zeigt, wie Sethos den Gott trifft. Wie konnte Sethos bei Osiris im Paradies sein und gleichzeitig in der Unterwelt gegen die Dämonen kämpfen? Für die Ägypter war es kein Problem, zwei Dinge gleichzeitig zu tun. Die alten Ägypter glaubten an Multitasking nach dem Tode. Die ägyptische Religion erlaubte ihren Göttern und Pharaonen, gleichzeitig an verschiedenen Orten zu sein. Wir müssen uns klar machen, dass die logische Betrachtung ein Konstrukt des westlichen Verstandes ist, der von der griechischen Antike geprägt ist. Die alten Ägypter sahen in Widersprüchen eher die beiden Seiten einer Medaille. Sethos Grabmal ist ein aufschlussreiches Beispiel dafür, wie sehr sich die Weltsicht der alten Ägypter von der unsrigen unterscheidet. Viele ihrer Vorstellungen kommen uns fremdartig vor, wie die, dass sich Pharaonen in Götter verwandeln, dass Seelen an zwei Orten gleichzeitig sein können oder dass Bilder reale und praktische Zauberkräfte besitzen können. Schätzungen gehen davon aus, dass immer noch 70% der Überreste der altägyptischen Hochkultur unter der Oberfläche liegen. Ägypten ist einzigartig dafür, dass das ganze Land Tempel und Grabstätten in seiner Erde begraben hält. Monumente wie den verlorenen Tempel von Achmim. Meine
Manche Wissenschaftler vermuten, dass im antiken Ägypten wesentlich mehr Monumente gebaut wurden als bisher angenommen. Der verlorene Tempel von Achmim scheint diese Annahmen zu bestätigen. Ägypten ist für seine Pyramiden bei Gizeh im Norden des Landes berühmt. Besucher strömen auch in die riesigen Tempelanlagen im Süden, in Luxor. Aber neue Hinweise deuten darauf hin, dass die alten Ägypter überall im Land in großem Maßstab gebaut haben. Zentralägypten ist den meisten Touristen und selbst vielen Ägyptologen kaum bekannt. Das hier könnte in Zukunft ein weiterer Anziehungspunkt für Touristen werden. Könnte diese wenig bekannte Gegend mit dem größten Tempel aufwarten, der je entdeckt wurde? Achmim liegt rund 320 Kilometer südlich von Kairo. Hier gibt es Hinweise auf eine gewaltige Tempelanlage, aber die liegt unter der heutigen Stadt begraben. Für Archäologen ist es sehr schwierig, in Wohngebieten zu arbeiten, denn es liegt auf der Hand, dass es nicht nur zur damaligen Zeit ein beliebter Ort zum Wohnen war. Eins der Probleme mit Achmim ist, dass es eine lebende Stadt ist, die sich über Jahrtausende entwickelt hat und so ihren antiken Ursprung einfach absorbiert hat. Aber die Entwicklung einer modernen Stadt kann auch von Vorteil sein, wenn sie die Vergangenheit ans Licht bringt. Stadtentwicklung ist ein zweischneidiges Schwert. Als sie in den 80er Jahren ein Postgebäude errichten wollten, stießen sie beim Ausheben für das Fundament auf eine wunderschöne Statue. Bei einer weiteren Baugrube wurde 1981 das Fundament einer riesigen Statue freigelegt. Sie stellte Ramses den Großen dar, einen der mächtigsten Pharaonen Ägyptens. Die Höhe dieser Statue könnte mehr als 60 Meter betragen haben. Sie war riesig. Nur 50 Meter weiter fand man eine andere gewaltige Statue. Wir befinden uns zu Füßen der größten, am besten erhaltenen und schönsten Statue einer Frau, die je im antiken Ägypten geschaffen wurde. Die Statue ist ein Abbild von Ramses Frau Meritamun. Viele glauben, dass sie die Königin war, die Moses im Schiff fand und als ihren Sohn großzog. Die Größe dieser beiden Statuen ist ein Hinweis darauf, wie groß der Tempel gewesen sein muss. Aber welche Teile von ihm auch immer übrig geblieben sind, sie liegen unter der modernen Stadt begraben. Jetzt sind die Archäologen auf vergleichende Analysen angewiesen, um herauszufinden, wie er ausgesehen haben könnte. Ägyptologie ist eine sehr strenge Wissenschaft, denn sie stützt sich nicht nur auf Ausgrabungen, sondern vor allem auf Auswertungen. Die ersten Hinweise finden die Wissenschaftler in über 1000 Jahre alten Aufzeichnungen von Reisenden. Sie berichten von einer riesigen Anlage in Achmim. Als die arabischen Reisenden im 9. Jahrhundert nach Ägypten kamen, erklärten sie, dass sie bei Sonnenaufgang die Tempel in Augenschein nahmen und sie erst bei Sonnenuntergang wieder verließen. Die Sonne hatte Zeit aufzusteigen und wieder unterzugehen, bevor ich die Ruinen wieder verließ. Da alle ägyptischen Tempel einem bestimmten Bauplan folgten, dürfte diese Tempelanlage gigantisch gewesen sein. Tempel im alten Ägypten waren der Sitz der Götter. Hier verschmelzen der göttliche und der irdische Raum, und das spiegelt eine kosmisch orientierte Architektur wider, die das formale Grundmuster der Tempel vorgibt. Auch heutzutage sind die Grundrisse von Kirchen, Moscheen und Tempeln durch bestimmte Anforderungen wie zum Beispiel der Himmelsrichtung bestimmt. Ein solches Grundmuster könnte nun von einer sichtbaren Tempelstätte auf die verschütteten Ruinen von Achmim übertragen werden. Der Amun-Tempel von Luxor, gut 150 Kilometer weiter im Süden. Indem sie einen Grundriss als Schablone nehmen, können die Archäologen Voraussagen treffen, wo die Reste der Tempelanlage von Achmim begraben liegen. Mansur Buraik ist ein Spezialist auf dem Gebiet von Tempelentwürfen.
Ich glaube, dass der Tempel von Achmim größer war, aber denselben Grundriss hatte. Für gewöhnlich beginnt eine Tempelanlage mit einer langen, gepflasterten Prachtstraße, die zu einem majestätischen Tor führt, das von zwei Statuen flankiert wird. Und in Achmim hätte hier die Statue von Ramses gestanden. Im Anschluss daran folgt ein Innenhof. Hier wäre man vermutlich der Statue der Königin Meridamun begegnet. Aber das ist erst der Anfang. Es gibt noch weitere Innenhöfe, die sich über eine Länge von 270 Metern erstrecken, bis man das innere Heiligtum des Tempels erreicht. Der Grundriss des Luxor-Tempels wird nun auf Achmim übertragen. Ich habe hier ein Foto des Geländes. Indem er den Grundriss des Luxor-Tempels an dem Fundort der Statuen ausrichtet, kann Dr. Wegner die wahren Ausmaße des Achmim-Tempels abschätzen. Eine Vorstellung von den Ausmaßen des Tempels erhält man, wenn man diese auf den Fußballplatz hier oben rechts bezieht. Dann sieht man, dass die Länge des neuen Königreich-Tempels ungefähr das 4- bis 5-fache der Länge eines Fußballfeldes beträgt. Das muss schon ein gewaltiger Tempel gewesen sein. Mit solchen Übertragungen glauben die Archäologen, ohne weitere Ausgrabungen bestätigen zu können, dass die Tempelanlage von Achmim riesig gewesen sein muss. Hier könnte der Tempel angefangen haben und das Heiligtum würde dann unter den Häusern da drüben liegen. Erst weitere Ausgrabungen im Zuge der Stadtentwicklung werden über die wahre Ausdehnung des Tempels Gewissheit bringen. Wir werden in der Lage sein, den ganzen Tempel zu finden. Daher müssen wir in einem Punkt unser Bild vom antiken Ägypten gründlich revidieren. Seine Machtzentren waren weiter verstreut und auch durchgängig höher entwickelt, als wir ursprünglich angenommen hatten. Seine Bautätigkeit beschränkte sich nicht nur auf die berühmten Sehenswürdigkeiten im Norden und Süden des Landes, sondern erstreckte sich über die gesamte Länge des Nils an beiden Ufern. Einer der erfolgreichsten Herrscher und größten Bauherren des alten Ägypten war Ramses der Große. Auf ihn gehen die berühmten Felsentempel von Abu Simbel zurück, die 8. unserer Entdeckungen. Ramses Ego, seine Gottgleichheit und seine Erfolge finden ihren adäquaten Ausdruck am ehesten in Abu Simbel. Der Felsentempel von Abu Simbel spiegelt das Dilemma eines jeden Pharao wider. Wie sollte er gleichzeitig als Mensch und Gott herrschen? Die Kunstwerke an den Wänden verraten, wie Ramses II. Kurz davor war, an diesem Auftrag zu scheitern. Abu Simbel liegt im Süden des Landes, in der Nähe der Grenze zum heutigen Sudan. 4 riesige Statuen wurden aus dem Fels gehauen und jeder Quadratzentimeter der Tempelwände ist mit Bildern bedeckt, die den Triumph des Pharao beschreiben. Als im Jahre 1817 der uns schon bekannte Giovanni Belzoni hier eintraf, war der Tempel von Sand bedeckt. Belzoni machte sich mit seinen Arbeitern daran, die Tausende von Tonnen Sand zu entfernen. Aber jeder Korb, den sie wegtrugen, wurde von nachströmendem Sand ersetzt. Als er schon im Begriff war, aufzugeben, entdeckte er eine einfache Lösung für das scheinbar unüberwindliche Problem. Indem er den Sand durchnässte, konnte er ein weiteres Nachrutschen verhindern. Der Plan war erfolgreich. Er fand endlich den Eingang, den seit Jahrhunderten kein Mensch mehr betreten hatte. Der Tempel von Abu Simbel war ein Monument für Ägyptens größten Bauherrn, Krieger und Pharao, Ramses II. Ramses II. War einer der berühmtesten Könige Ägyptens. Er regierte das Land mehr als 67 Jahre und machte aus ihm ein offenes Museum, das seine Erfolge ausstellte. Beim Betrachten der Wandbilder und der Statuen fällt die Doppelrolle eines Pharao ins Auge. An erster Stelle war er Verteidiger seines Landes. Er ist der siegreiche Krieger, der Held, der Ägypten vor seinen Feinden schützt. An zweiter Stelle ist er religiöses Oberhaupt.
Auf religiösem Gebiet ist er nicht nur Vorbeter oder Vermittler zwischen den Menschen und den Göttern, sondern der König steht mit einem Fuß in der göttlichen und mit dem anderen in der irdischen Welt. Die Autorität des Pharao hing davon ab, inwieweit er diesen beiden Rollen nachkommen konnte. Ramses II. War als Heerführer so erfolgreich, dass er dabei paradoxerweise fast seine Gefolgschaft verlor. Reliefs im Inneren des Tempels veranschaulichen dieses Dilemma. Ihre Geschichte beginnt mit der Schlacht von Kadesh. Ramses II. Führte die entscheidende Schlacht gegen die Hethiter bei Kadesh, so wie im Tempel beschrieben wird. In der ersten Hälfte seiner Regierung befand sich Ägypten im Krieg mit seinen mächtigen Nachbarn, den Hethitern. Ihr Reich erstreckte sich vom Norden der Türkei bis nach Syrien. Zwischen ihnen und den Ägyptern lag die Stadt Kadesh. Die Reliefs an den Wänden von Abu Simbel beinhalten die erste abgeschlossene Erzählung einer Schlacht in der Geschichte. Dr. Mohammed El-Biali verweist auf die Brutalität, mit der die Schlacht geführt wird. Hier schlagen und bestrafen die Ägypter die Hethiter. Sie schlagen sie sehr heftig. Es war der Zusammenstoß zweier Supermächte. Was Kadesh so einzigartig macht, ist, dass hier zwei Großmächte aufeinanderprallen. Ramses sieht sich auf dem Schlachtfeld der gesamten hethitischen Armee mit ihren Alliierten gegenüber. Das hatte es bis dahin kaum gegeben, dass sich zwei riesige Armeen auf dem Schlachtfeld begegnen. Die Reliefs beschreiben einen heftigen Kampf, in dem die modernsten Kriegsgeräte der damaligen Zeit eingesetzt wurden. Sie hatten erstmalig Streitwagen mit Pferden und dadurch konnten sie ihr Reich ausbauen. Der ägyptische Streitwagen ist sehr wendig. Von ihm aus können die gegnerischen Reihen mit einem Pfeilhagel überzogen werden. Er ist gewissermaßen die F-16 der Antike. Die Kampfwagen jagten mit über 40 Stundenkilometern auf den Gegner zu, schossen so viele Pfeile wie möglich ab und zogen sich dann wieder zurück. Sie nehmen den Gegner unter Beschuss. Sie fahren dicht heran und schießen ihre Pfeile ab. Dann steuert der Lenker das Gefährt außer Reichweite und bereitet einen neuen Angriff vor. Er sagt, dass ihn alle im Stich ließen, die Soldaten und auch alle anderen in der ägyptischen Armee. Nach Ramses Bericht von der Schlacht hat er die Hethiter eigenhändig und ganz allein vertrieben. Ramses will uns glauben machen, dass er in dieser Schlacht der tapferste von allen war. Ramses nahm den Sieg ganz allein für sich in Anspruch. Ein Anspruch, den er nicht verdient hat, wie man heute weiß. Er hat den Krieg nicht gewonnen, aber er hat überall in den Tempeln von Luxor verbreitet, dass er den Krieg gewonnen hätte. Ramses wertet eine beinahe Katastrophe zu seinem Vorteil auf. Der Bericht über seine Heldentaten im Kampf entspricht seiner Rolle als Pharao. Als Gottkönig muss er den Feind besiegen. So will es die Überlieferung. Der Pharao ist der einzige Verteidiger der Seele Ägyptens. Ramses hielt die Hethiter in Schach und verteidigte erfolgreich sein Land. Im 21. Jahr seiner Herrschaft schließt er mit den Hethitern Frieden. Aber wie kann der Pharao ohne Schlachten seine Rolle als Verteidiger des Landes ausfüllen? Was macht man, wenn die Feinde knapp werden? Ramses hat ein politisches Problem. Abu Simbel zeigt uns seine Lösung. Er geht nun in das andere Extrem und betont seine religiöse Rolle. Da ihm die Feinde für seine Rolle als Kriegsherr fehlen, sagt er nun: Ich bin ein lebender Gott. Damit war er für seine Feinde unangreifbar. Diesmal stellt sich Ramses mit beiden Füßen in die göttliche Welt und er wird zu einem lebenden Gott. Die Ägypter haben einen lebenden Gott, der über sie herrscht. Abu Simbel wurde kein Tempel für irgendwelche Götter, sondern für Ramses den Großen allein.
Ramses II. Ließ diesen Tempel für sich bauen, um sich als Gott anbeten zu lassen. Hier sind wir am Allerheiligsten angekommen, wo sich Ramses II. Unter die anderen Götter einreiht. Seine Statue steht im Heiligtum bei den drei größten Gottheiten Ägyptens und er ist ihnen gleichberechtigt. Das war ein politischer Meisterstreich. Ein lebender Gott war eine perfekte Tarnung für einen gebrechlichen alten Mann. Wir wissen nichts über seine mentalen Fähigkeiten oder ob er überhaupt noch sehen konnte. Die Bilder im Tempel von Abu Simbel machen aus der Biografie eines Pharao geradezu ein vorgriechisches Heldenepos. Das politische Kalkül, das hinter Ramses alleiniger Inanspruchnahme des Sieges gegen die Hethiter sowie hinter der Verkündigung seiner Gottgleichheit steht, erinnert an den Listenreichtum des Odysseus. Vieles, was wir über das antike Ägypten wissen, stammt aus den geöffneten Gräbern des Pharao. Aber diese Gräber geben auch Rätsel auf. Immer wieder finden sich Gräber, in denen die Mumien fehlen. Eine der wichtigsten Entdeckungen der ägyptischen Archäologie war das königliche Versteck. Ägyptologen standen wortwörtlich vor dem Who is Who aller großen Könige. Die Entdeckung der geheimen Höhle der fehlenden Mumien wirft ein Licht auf die politische Situation Ägyptens auf dem Höhepunkt seiner Macht. Sie erzählt die Geschichte organisierter Kriminalität und geduldetem Terrorismus, die beinahe eine Nation zerstört hätten. Der Fundort liegt am Westufer des Nils. Die 63 Gräber im Tal der Könige wurden für die größten Pharaonen Ägyptens gebaut. Die meisten Gräber waren leer, als man sie entdeckte. Die Mumien samt Grabbeigaben verschwunden. Aber ungefähr 5 Kilometer entfernt liegt ein weiteres Tal, in dem sich keine Gräber befinden und, wie man glaubte, auch keine Geheimnisse. Als 1890 ein Hirte in den Felsen nach einer verloren gegangenen Ziege suchte, stieß er in einer Felsspalte auf den Eingang zu einer Höhle. Als er in den Tunnel hinabstieg, sah er einen über 60 Meter langen Gang, der in den Fels geschlagen war. Im Inneren der Höhle fand er die Überreste von mehr als 50 Beisetzungen, darunter die Mumien einiger der berühmtesten Pharaonen. Um das Rätsel dieses Fundes zu lösen, muss man sich die politische und soziale Situation Ägyptens von vor über 3000 Jahren vor Augen halten. In dieser Zeit stand das Pharaonenreich am Rande eines Krieges und Ägypten lief Gefahr, für immer zerstört zu werden. Die Weltreiche entstanden in immer rascherer Aufeinanderfolge und alle bedrohten Ägypten, weil es eines der reichsten Länder am Mittelmeer war. Alle diese Imperien richteten ihr Interesse auf Ägypten. Dürreperioden und interne Machtkämpfe trieben das Land zusätzlich in einen Zustand der Anarchie. All diese Probleme, die ökologischen, die politischen, die militärischen, führen ein solches System zu einem Zusammenbruch. Ein komplexes Regierungssystem kann eine Vielzahl solcher Probleme zwar einzeln auffangen, wenn sie aber alle gleichzeitig auftreten, verkraftet es das nicht mehr und kommt ins Rutschen. Die Gesellschaft brach zusammen. Die Menschen waren Hunger und Armut ausgesetzt. Aber es gab einen Ort, wo man mit Sicherheit Reichtümer finden konnte. In den Gräbern der Pharaonen. Des Nachts brachen die Menschen in die Gräber ein, um nach Mumien zu suchen. Und sie stahlen alles. War die Schändung der Gräber also ein Akt der Verzweiflung? Wenn erst einmal diese Linie zwischen Zivilisation und Chaos überschritten ist, wird einen nicht einmal mehr der Glaube an die Götter und die Furcht vor ewiger Verdammnis davon abhalten, Gräber und Tempel zu plündern. Aber es war nicht nur das Werk von Gelegenheitsdieben.
Das war mit Sicherheit organisiertes Verbrechen, mit gut organisierten Banden und einer eigenen Hierarchie. Grabraub ist so etwas wie eine Wachstumsindustrie. Es ist eins der ersten Beispiele organisierter Kriminalität in der Geschichte. Tatsächlich war jeder in den Grabraub verwickelt, bis zum höchsten Beamten, der für sein Stillhalten Bestechungsgeld kassierte. Aber im Tempel von Luxor gab es einige Priester, die sich immer noch als Wächter der ägyptischen Religion, der Tempel und der Pharaonengräber sahen. Sie machten sich daran, die Mumien zu retten und zu verstecken. Sie wollten die Könige beschützen. Sie holten alle Mumien und begruben sie hier. Und ihr Geheimnis haben sie niemandem verraten. Dieser Rettungsaktion haben es die Wissenschaftler zu verdanken, dass sie die sterblichen Überreste einiger der mächtigsten Herrscher der Antike untersuchen können. Wenn Sie die Augen schließen und sich Tausende von Jahren zurückdenken, können Sie sich diesen König lebend vorstellen. Nachdem man die Mumien entdeckt hatte, brachte man sie in das Ägyptische Museum in Kairo, wo sie unter sterilen Bedingungen aufbewahrt werden. Wenn Sie jetzt diesen Raum betreten, sehen Sie tote Körper und vielleicht erschrecken Sie, oder Sie lachen oder weinen oder lächeln. Aber in der Wissenschaft beginnen all diese Mumien zum ersten Mal wieder zu uns zu sprechen. Eine dieser Mumien ist die des großen Pharao Ramses II. Das könnte die berühmteste Mumie im Kairoer Museum sein. Von Ramses Erfolgen weiß man vor allem von den Wandbildern in seinen Tempeln. Seine Denkmäler zeigen ihn nicht als Ramses, den gewöhnlichen Herrscher, sondern sie zeichnen das idealtypische Bild eines übermenschlichen Wesens. Aber eine Analyse der Mumie könnte neue Erkenntnisse liefern. Anhand der Zähne kann man das Alter bestimmen, in dem Ramses starb. Hier handelt es sich mit Sicherheit um einen älteren Menschen. Man erkennt das am Abrieb seiner Zähne und an den Zahnlücken. Ein CT-Scan deckt zudem Abszesse in der Mundhöhle auf. Allein seine Zähne müssen ihm über Jahre höllische Schmerzen bereitet haben. Besonders aufschlussreich ist allerdings das, was fehlt. Die Pharaonen wurden mit unbezahlbaren Schätzen beerdigt, aber bei keiner dieser Mumien fand sich irgendetwas Wertvolles. Wenn man sich diese entblößten Leichen ansieht, erkennt man, dass jeglicher Schmuck systematisch von ihnen entfernt wurde. Wer konnte so akribisch vorgehen? Wenn jemand mitten in der Nacht ein Grab ausraubt, dann hat er panische Angst davor, er könnte umgebracht werden oder der Gott würde ihn erschlagen. Also greift er alles, was er greifen kann, und macht sich wieder davon. Aber diese Mumien wurden systematisch geplündert. Vermutlich waren es die Priester selbst, die die Mumien zwar in Sicherheit brachten, die restlichen Wertsachen aber an sich nahmen. Obwohl die Priester nicht nur Retter, sondern auch Räuber waren, haben sie der Wissenschaft einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Es war gewissermaßen ein zweischneidiges Schwert, weil es eine gute Tat war, sie an einem geheimen Ort zu verstecken. Aber sie haben natürlich auch viel gestohlen. Forensische Untersuchungen enthüllen das wahre Leben der großen Pharaonen. Aber mit der letzten Entdeckung konnten wir uns auch ein Bild der ägyptischen Gesellschaft machen. Einer Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt am Rande der Anarchie lebte. Als das ägyptische Reich schließlich zusammenbrach, nutzten andere Länder dies zu ihrem Vorteil aus. Und Ägypten hatte jahrhundertelang unter Invasionen zu leiden. Aber anstatt zerstört zu werden, erwies sich die ägyptische Kultur als so stark, dass die Eroberer deren Sitten, Gebräuche und Ansichten übernahmen. Die ägyptische Kultur hatte sich in Jahrtausenden entwickelt und war daher im Bewusstsein der Menschen so stark verwurzelt wie kaum eine andere im Mittelmeerraum. Selbst in ihrem Niedergang schuf diese Kultur noch etwas, das auch tausende Jahre später noch in Erstaunen versetzt.
Ein Mumienfeld, noch immer unberührt. Wenn Sie sich umsehen, links, rechts oder egal wohin, werden Sie beim Graben Mumien entdecken. In seiner Geschichte wurde Ägypten von vielen Eroberern angegriffen. Die ägyptische Kultur war stark genug, den Invasoren zu widerstehen und sie zu überdauern. Ägyptens Kultur, seine Gesellschaft und der Glaube haben die Eroberer selbst erobert. Die Baharia-Oase in der westlichen Wüste. Die ersten Hinweise, dass diese Gegend ungewöhnlich ist, liegen direkt auf dem Sand. Knochen bedecken die Talsohle. Es sind die Skelette von bestatteten Leichnamen. Sie wurden von wilden Tieren ausgegraben. Der Wind und der Flugsand haben ihr Übriges dazu getan. Diese Entdeckung wurde nicht von Abenteurern oder Archäologen gemacht. Ja, ihr Entdecker konnte noch nicht einmal sprechen. Die Entdeckung geschah zufällig. 1994 verirrte sich ein Esel in die Wüste. Sein Besitzer fand ihn wie angewurzelt an einem Loch stehen, das sich vor ihm auftat. In dem Loch erblickte er Mumien. Ich kam hierher und wir begannen mit den Ausgrabungen. Es war wie in einem Traum. Die Entdeckung so vieler unberührter Mumien ist von unschätzbarem Wert für die heutige Wissenschaft. In der Frühphase der Ägyptologie wurden unzählige Friedhöfe ausgegraben. Aber die Ägyptologen der damaligen Zeit legten keinen Wert auf die Mumien. Sie warfen sie einfach weg. Die frühen Entdecker waren auf Schätze, nicht auf Mumien aus. So gingen Mumien auf eine Art verloren, die für die heutige Wissenschaft schockierend ist. Man benutzte sie sogar als Brennstoff zum Kochen. Die Mumien von Baharia sind daher eine seltene wissenschaftliche Quelle. Wir haben eine ganze Bevölkerung von mehreren Generationen an einem Ort. Vor über 2000 Jahren wurde Ägypten von den Römern erobert, die anschließend das Land besiedelten. Die Mumien, die in diesem Tal bestattet wurden, sind Römer. Sie starben ungefähr 300 vor Christus. Sie eroberten Ägypten, weil es eines der reichsten Länder im Mittelmeerraum war. Es hatte Gold und Getreide, die Reichtümer der Pharaonen. Das machte es zu einem Juwel in jeder Reichskrone. Die Siedlungen hier wurden mit der Zeit zerstört. Aber eine Untersuchung an den Mumien belegt, dass nichts die ägyptische Kultur zerstören konnte. Die Ägypter hatten in ihrer langen Geschichte eine so hohe Kultur entwickelt, dass sie eher die Eroberer veränderten als umgekehrt. Hier wurden vielleicht Römer bestattet, aber die Art ihrer Bestattung war ägyptisch. Mumifikation wurde in Ägypten ab 3000 vor Christus praktiziert und hielt sich bis in die römische Periode. Bevor die Römer nach Ägypten kamen, war es bei ihnen Sitte, ihre Leichen in Leinenstreifen einzuwickeln. Zu Beginn waren die Gesichter der meisten Toten mit Leinen bedeckt. Aber die Ägypter fertigten Särge und Totenmasken an. Hier haben wir eine Maske mit Gesicht und auch die anderen Mumien tragen Masken. Die Masken belegen den Wechsel von einer römischen zu einer ägyptischen Bestattung, als die Eroberer sesshaft wurden. Man kann diese kulturelle Assimilierung von Generation zu Generation verfolgen. Aber die Mumien bergen noch ein weiteres Geheimnis. Um dies zu entschlüsseln, werden einige der Mumien an einen Ort gebracht, wo sie gereinigt und restauriert werden können. Hier gewähren die Masken unter verschlossenen Glasdeckeln noch weitere Einsichten in die ägyptische Kultur. Sie sind mit Gold bedeckt. Die alten Ägypter liebten Gold, das zu den teuersten Materialien der Antike gehörte. Aber vor allem glaubten sie, dass der Körper eines Gottes aus Gold gemacht wäre. Ein weiterer Hinweis auf ihre Vorstellung von Reinkarnation und Leben nach dem Tode.
Wenn man stirbt, wird man von einem Sterblichen in ein göttliches Wesen verwandelt. Als Ausdruck dessen trugen sie Gold, manchmal direkt auf dem Gesicht, sonst auf den Sarkophagen. Damit demonstrierten sie ihre Verwandlung von einem Sterblichen in einen göttlichen Zustand. Die Mumien zeigen also, dass die Römer die ägyptische Verwendung von Gold in ihren Glauben aufnahmen. Auch wenn die Gesichtszüge der Masken wiederum den römischen Einfluss der neuen Siedler belegen. Die Ägypter akzeptierten neue Kulturen und nahmen sie auf, um sie zu assimilieren. Vor der Ankunft der Römer waren die Sarkophage sehr stilisierte Kunstwerke, deren Abbilder nicht den Personen entsprach, die sie aufnahmen. Die Untersuchung des Schädels von Tutanchamun ergab, dass sein Gesicht ganz entscheidend von dem Porträt seiner goldenen Maske abwich. Aber die Römer brachten eine neue Stilrichtung in die Maskengestaltung ein, den Realismus. So hat die Person ausgesehen. Dieses neue Konzept gab jeder Mumie etwas Individuelles. Sie zeigten realistische Gesichter. Keine Mumie glich jetzt einer anderen. Alle waren sie völlig unterschiedlich. Die goldenen Mumien sind der Beweis für eine Verschmelzung altägyptischer und römischer Kultur. Etwas, das den Römern und etwas, das den Ägyptern gefiel. Sie belegen, wie die ägyptische Kultur auf äußere Einflüsse reagierte. Sie war sowohl stark als auch flexibel. Das erlaubte ihr eine ununterbrochene Tradition, die ihrem Wesen nach ägyptisch blieb. Durch diese Identität konnten sie Fremdbestimmung abschütteln und sich für neue Einflüsse öffnen. Die alten Ägypter waren einfach die faszinierendsten Menschen, die in der Antike gelebt haben. Die Ägyptologie ist nicht nur für Akademiker und Wissenschaftler faszinierend. Ihre Entdeckungen und Erkenntnisse stoßen in der ganzen Welt auf Resonanz, auch heute noch. So lebt das Vermächtnis dieser einzigartigen Kultur weiter, selbst 2000 Jahre nach ihrem eigentlichen Zusammenbruch. Sie ist die Mutter vieler kultureller Traditionen, die wir für uns in Anspruch nehmen, selbst in Amerika und im heutigen Europa. Ein wesentliches Vermächtnis der ägyptischen Kultur für unsere heutige Zivilisation ist die Medizin. Die frühesten Aufzeichnungen berichten von einem Arzt mit Namen Imhotep, der vor rund 5000 Jahren im Land der Pharaonen tätig war. Die Chirurgie wurde in Ägypten nicht entwickelt, um einen Menschen am Leben zu erhalten, sondern um ihn für sein nächstes Leben zu konservieren. Untersuchungen an Mumien der Pharaonen führen immer wieder die hohe Kunstfertigkeit der Ägypter vor Augen, die sie beim Sezieren entwickelt hatten. Einer erfolgreichen Mumifizierung ging immer ein komplizierter Prozess voraus, in dem die Schlüsselorgane entnommen werden mussten, ohne den Körper unnötig zu beschädigen. Wie in den meisten Anwendungen der modernen Chirurgie setzte dies ein fundiertes Wissen der Anatomie voraus. Dieses Wissen fand Zugang bis in heutige medizinische Nachschlagwerke. Und die Medizin ist nicht das einzige Wissen, dessen Ursprung wir den alten Ägyptern verdanken. Auch der moderne Maschinenbau und viele Konstruktionstechniken basieren auf Erkenntnissen, die vor 4,5 Jahrtausenden entlang des Nils gesammelt wurden. Die große Pyramide von Gizeh wurde mit einer solchen Präzision gebaut, dass ihre Seitenlängen um weniger als 1 Promille voneinander abweichen. Der griechische Philosoph Pythagoras ist uns vor allem als Mathematiker bekannt. Er studierte in Ägypten. Hier entwickelte er Gleichungen und algebraische Formeln, die die Grundlage der modernen Ingenieurswissenschaften bilden. Je weiter die heutige Wissenschaft in die Welt der antiken Ägypter vordringt, desto mehr wächst die Erkenntnis darüber, was wir ihrer Kultur schulden. Die Jagd nach weiteren Entdeckungen beginnt jeden Tag wieder aufs Neue.
Es müssen auch wieder neue Leute kommen, die rausfinden wollen, was es noch zu entdecken gibt. Es ist nach wie vor eine aufregende Suche. Ein neues Betätigungsfeld könnte die Forschung im Tal der Könige finden. Vom Grabmal Setos des Ersten zu den Schätzen von Tutanchamun hat das Tal einige der bedeutendsten Entdeckungen geliefert. Aber es könnte noch immer unentdeckte Geheimnisse bergen. Diese Annahme wurde bestätigt, als man 2006 ein neues Grab entdeckte, das KV63. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass es noch weitere unentdeckte Gräber im Tal gibt. Ich glaube nicht, dass schon alle Grabstellen entdeckt sind. Die schriftlichen Aufzeichnungen geben mehr Pharaonen an, als Gräber gefunden wurden. Das ist das Aufregende daran, dass es eine Bestätigung dafür gibt. Neue wissenschaftliche Forschungsmethoden eröffnen neue Wege, um weitere Gräber zu finden. Archäologen fanden heraus, dass die alten Ägypter nach Bruchstellen im Gestein Ausschau gehalten haben müssen, in die sie ihre Gräber geschlagen haben. Der Graberbauer musste nur dieser Gesteinsfraktur ins Innere folgen, die für gewöhnlich eine fast gerade Linie bildet. Richard Parizek überprüft solche Bruchstellen im Tal der Könige. Dies hier ist so eine typische Bruchstelle. Ihr Muster springt einem geradezu ins Auge. Wenn die alten Ägypter ihre Gräber an Bruchlinien entlang in das Felsgestein geschlagen haben, dann sollte man heute diesen Bruchstellen folgen, um sie zu finden. Damit haben Sie ein Muster an der Hand, das Sie in zukünftige Suchtechniken mit einbeziehen sollten. Die Zeit wird zeigen, ob mit dieser Technik noch Gräber wie das des Tutanchamun gefunden werden können. Aber alle Archäologen sind sich darin einig, dass es noch mehr zu entdecken gibt. Zukünftige Generationen werden andere Ansichten zu den 10 wichtigsten Entdeckungen haben, weil sich die wissenschaftlichen Methoden in der Archäologie weiterentwickeln. Indem Wissenschaftler den Spuren der ersten Pioniere wie Carter und Belzoni gefolgt sind, setzen sie die Reihe der Entdeckungen fort. Man weiß nie, welche Geheimnisse der Sand Ägyptens noch versteckt. Diese Geheimnisse offenbaren nicht nur die Geheimnisse einer außergewöhnlichen Kultur. Sie sind auch noch nach Jahrtausenden ein großartiges Vermächtnis für die Kultur der modernen Welt. Die Welt von heute bestaunt die Entdeckungen von gestern. Die Entdeckungen von morgen werden ein noch umfassenderes Verständnis für eine Kultur ermöglichen, die eine der größten in der Geschichte der Menschheit war. Die Kultur des antiken Ägypten. Thorn wirkt ähnlich wie Kieselerdesäckchen, die man heute in der Verpackung von Elektrogeräten findet. Natürliches Natron ist eine Mischung aus Salz und Backpulver und entzieht dem Körper alle Flüssigkeit. Auf diese Weise erhält man eine Mumie. Aber einige Organe enthalten zu viel Wasser, um sie auf diese Weise zu mumifizieren. Wenn man die Organe drin lässt, verrotten sie und explodieren. Deswegen mussten sie in einem nächsten Schritt die inneren Organe und das Gehirn entfernen. Dazu schlugen sie den Schädel auf und entleerten die Schädelhöhle. Demnach könnte die vermeintliche Kopfwunde ebenso gut ein unerwünschtes, aber notwendiges Ergebnis der Mumifizierung sein. An der Universität von Pennsylvania hat Janet Monge die Computertomogramme von Tutanchamuns Mumie untersucht. Wenn sich eine Verletzung vor dem Tod eines Individuums ereignet, wird sie als Antemortem klassifiziert. Und normalerweise findet man dann im Gewebe Spuren eines Heilungsprozesses. Das hier sieht nach einer Postmortem-Verletzung aus.
Das Loch in Tutanchamuns Schädel ist typisch für die Schädelöffnungen bei einer Mumifizierung. Das Loch hat nicht das Geringste mit einem Mord oder einem Komplott zu tun. Woran der König gestorben ist, wissen wir nicht. Aber mit Hilfe der Wissenschaft ist es möglich zu zeigen, wie er als Herrscher in Ägypten lebte. Es scheint, dass der Pharao nicht die gleichmäßigen Züge seiner Totenmaske hatte. Er hat dieses hübsche rechteckige Kinn. Ansonsten ist sein Gesicht eher schmächtig und zart gewesen. Wir wollen uns ja nicht über einen König lustig machen, aber wenn er ein Schuljunge wäre, würde man ihm hier vermutlich einen Spitznamen wie Hase geben. Im Gegensatz zu seiner Maske zeigen die CT-Scans ein paar vorstehende Schneidezähne. Die Beigaben, mit denen der junge König begraben wurde, bieten weitere Einblicke in sein Leben. Tutanchamuns Grab lieferte mehr Schätze als alle bisherigen Entdeckungen in Ägypten zusammengenommen. Diese berühmte Maske zusammen mit 6 Kutschen und Gold im Wert mehrerer Millionen Dollar wurde ihm mit in sein Grab gegeben. Was diesen Fund so einzigartig macht, ist der Umstand, dass er völlig unversehrt geblieben ist. Neben dem reinen Marktwert des glitzernden Goldes, das weit über 100 Kilo wiegen dürfte, haben wir den kompletten Satz einer Grabbeigabe für einen Pharao. Die Gegenstände entsprechen in ihrem Standard denjenigen, die 70% der Überreste der altägyptischen Hochkultur unter der Oberfläche liegen. Ägypten ist einzigartig dafür, dass das ganze Land Tempel und Grabstätten in seiner Erde begraben hält. Monumente wie den verlorenen Tempel von Achmim. Manche Wissenschaftler vermuten, dass im antiken Ägypten wesentlich mehr Monumente gebaut wurden als bisher angenommen. Der verlorene Tempel von Achmim scheint diese Annahmen zu bestätigen. Ägypten ist für seine Pyramiden bei Gizeh im Norden des Landes berühmt. Besucher strömen auch in die riesigen Tempelanlagen im Süden, in Luxor. Aber neue Hinweise deuten darauf hin, dass die alten Ägypter überall im Land in großem Maßstab gebaut haben. Zentralägypten ist den meisten Touristen und selbst vielen Ägyptologen kaum bekannt. Das hier könnte in Zukunft ein weiterer Anziehungspunkt für Touristen werden. Könnte diese wenig bekannte Gegend mit dem größten Tempel aufwarten, der je entdeckt wurde? Achmim liegt rund 320 Kilometer südlich von Kairo. Hier gibt es Hinweise auf eine gewaltige Tempelanlage, aber die liegt unter der heutigen Stadt begraben. Für Archäologen ist es sehr schwierig, in Wohngebieten zu arbeiten, denn es liegt auf der Hand, dass es nicht nur zur damaligen Zeit ein beliebter Ort zum Wohnen war. Eins der Probleme mit Achmim ist, dass es eine lebende Stadt ist, die sich über Jahrtausende entwickelt hat und so ihren antiken Ursprung einfach absorbiert hat. Aber die Entwicklung einer modernen Stadt kann auch von Vorteil sein, wenn sie die Vergangenheit ans Licht bringt. Stadtentwicklung ist ein zweischneidiges Schwert. Als sie in den 80er Jahren ein Postgebäude errichten wollten, stießen sie beim Ausheben für das Fundament auf eine wunderschöne Statue. Bei einer weiteren Baugrube wurde 1981 das Fundament einer riesigen Statue freigelegt. Sie stellte Ramses den Großen dar, einen der mächtigsten Pharaonen Ägyptens. Die Höhe dieser Statue könnte mehr als 60 Meter betragen haben. Sie war riesig. Nur 50 Meter weiter fand man eine andere gewaltige Statue. Wir befinden uns zu Füßen der größten, am besten altägyptischer und römischer Kultur. Etwas, das den Römern und etwas, das den Ägyptern gefiel.
Sie belegen, wie die ägyptische Kultur auf äußere Einflüsse reagierte. Sie war sowohl stark als auch flexibel. Das erlaubte ihr eine ununterbrochene Tradition, die ihrem Wesen nach ägyptisch blieb. Durch diese Identität konnten sie Fremdbestimmung abschütteln und sich für neue Einflüsse öffnen. Die alten Ägypter waren einfach die faszinierendsten Menschen, die in der Antike gelebt haben. Die Ägyptologie ist nicht nur für Akademiker und Wissenschaftler faszinierend. Ihre Entdeckungen und Erkenntnisse stoßen in der ganzen Welt auf Resonanz, auch heute noch. So lebt das Vermächtnis dieser einzigartigen Kultur weiter, selbst 2000 Jahre nach ihrem eigentlichen Zusammenbruch. Sie ist die Mutter vieler kultureller Traditionen, die wir für uns in Anspruch nehmen, selbst in Amerika und im heutigen Europa. Ein wesentliches Vermächtnis der ägyptischen Kultur für unsere heutige Zivilisation ist die Medizin. Die frühesten Aufzeichnungen berichten von einem Arzt mit Namen Imhotep, der vor rund 5000 Jahren im Land der Pharaonen tätig war. Die Chirurgie wurde in Ägypten nicht entwickelt, um einen Menschen am Leben zu erhalten, sondern um ihn für sein nächstes Leben zu konservieren. Untersuchungen an Mumien der Pharaonen führen immer wieder die hohe Kunstfertigkeit der Ägypter vor Augen, die sie beim Sezieren entwickelt hatten. Einer erfolgreichen Mumifizierung ging immer ein komplizierter Prozess voraus, in dem die Schlüsselorgane entnommen werden mussten, ohne den Körper unnötig zu beschädigen. Wie in den meisten Anwendungen der modernen Chirurgie setzte dies ein fundiertes Wissen der Anatomie voraus. Dieses Wissen fand Zugang bis in heutige medizinische Nachschlagwerke. Und die Medizin ist nicht das einzige Wissen, dessen Ursprung wir den alten Ägyptern verdanken. Auch der moderne Maschinenbau und viele Konstruktionstechniken basieren auf Erkenntnissen, die vor 4,5 Jahrtausenden entlang des Nils gesammelt wurden. Die große Pyramide von Gizeh wurde mit einer solchen Präzision gebaut, dass ihre Seitenlängen um weniger als 1 Promille voneinander abweichen. Der griechische Philosoph Pythagoras ist uns vor allem als Mathematiker bekannt. Er studierte in Ägypten. Hier entwickelte er Gleichungen und algebraische Formeln, die die Grundlage der modernen... Bevor ich die Ruinen wieder verließ. Da alle ägyptischen Tempel einen bestimmten Bauplan folgten, dürfte diese Tempelanlage gigantisch gewesen sein. Tempel im alten Ägypten waren der Sitz der Götter. Hier verschmelzen der göttliche und der irdische Raum, und das spiegelt eine kosmisch orientierte Architektur wider, die das formale Grundmuster der Tempel vorgibt. Auch heutzutage sind die Grundrisse von Kirchen, Moscheen und Tempeln durch bestimmte Anforderungen wie zum Beispiel der Himmelsrichtung bestimmt. Ein solches Grundmuster könnte nun von einer sichtbaren Tempelstätte auf die verschütteten Ruinen von Achmim übertragen werden. Der Amun-Tempel von Luxor, gut 150 Kilometer weiter im Süden. Indem sie einen Grundriss als Schablone nehmen, können die Archäologen Voraussagen treffen, wo die Reste der Tempelanlage von Achmim begraben liegen. Mansur Buraik ist ein Spezialist auf dem Gebiet von Tempelentwürfen. Ich glaube, dass der Tempel von Achmim größer war, aber denselben Grundriss hatte. Für gewöhnlich beginnt eine Tempelanlage mit einer langen, gepflasterten Prachtstraße, die zu einem majestätischen Tor führt, das von 2 Statuen flankiert wird. Und in Achmim hätte hier die Statue von Ramses gestanden. Im Anschluss daran folgt ein Innenhof. Hier wäre man vermutlich der Statue der Königin Meritamun begegnet. Aber das ist erst der Anfang. Es gibt noch weitere Innenhöfe, die sich über eine Länge von 270 Metern erstrecken, bis man das innere Heiligtum des Tempels erreicht. Der Grundriss des Luxor-Tempels wird nun auf Achmim übertragen. Ich habe hier ein Foto des Geländes.
Indem er den Grundriss des Luxor-Tempels an dem Fundort der Statuen ausrichtet, kann Dr. Wegner die wahren Ausmaße des Achmim-Tempels abschätzen. Eine Vorstellung von den Ausmaßen des Tempels erhält man, wenn man diese auf den Fußballplatz hier oben rechts bezieht. Dann sieht man, dass die Länge des neuen Königreich-Tempels ungefähr das 4- bis 5-fache der Länge eines Fußballfeldes beträgt. Das muss schon ein gewaltiger Tempel gewesen sein. Mit solchen Übertragungen glauben die Archäologen, ohne weitere Ausgrabungen bestätigen zu können, dass die Tempelanlage von Achmim riesig gewesen sein muss. Hier könnte der Tempel angefangen haben und das Heiligtum würde dann unter den Häusern da drüben liegen. Erst weitere Ausgrabungen im Zuge der Stadtentwicklung werden über die wahre Ausdehnung des Touristen und selbst vielen Ägyptologen kaum bekannt. Das hier könnte in Zukunft ein weiterer Anziehungspunkt für Touristen werden. Könnte diese wenig bekannte Gegend mit dem größten Tempel aufwarten, der je entdeckt wurde? Achmim liegt rund 320 Kilometer südlich von Kairo. Hier gibt es Hinweise auf eine gewaltige Tempelanlage, aber die liegt unter der heutigen Stadt begraben. Für Archäologen ist es sehr schwierig, in Wohngebieten zu arbeiten, denn es liegt auf der Hand, dass es nicht nur zur damaligen Zeit ein beliebter Ort zum Wohnen war. Eins der Probleme mit Achmim ist, dass es eine lebende Stadt ist, die sich über Jahrtausende entwickelt hat und so ihren antiken Ursprung einfach absorbiert hat. Aber die Entwicklung einer modernen Stadt kann auch von Vorteil sein, wenn sie die Vergangenheit ans Licht bringt. Stadtentwicklung ist ein zweischneidiges Schwert. Als sie in den 80er Jahren ein Postgebäude errichten wollten, stießen sie beim Ausheben für das Fundament auf eine wunderschöne Statue. Bei einer weiteren Baugrube wurde 1981 das Fundament einer riesigen Statue freigelegt. Sie stellte Ramses den Großen dar, einen der mächtigsten Pharaonen Ägyptens. Die Höhe dieser Statue könnte mehr als 60 Meter betragen haben. Sie war riesig. Nur 50 Meter weiter fand man eine andere gewaltige Statue. Wir befinden uns zu Füßen der größten, am besten erhaltenen und schönsten Statue einer Frau, die je im antiken Ägypten geschaffen wurde. Die Statue ist ein Abbild von Ramses Frau Meritamun. Viele glauben, dass sie die Königin war, die Moses im Schiff fand und als ihren Sohn großzog. Die Größe dieser beiden Statuen ist ein Hinweis darauf, wie groß der Tempel gewesen sein muss. Aber welche Teile von ihm auch immer übrig geblieben sind, sie liegen unter der modernen Stadt begraben. Jetzt sind die Archäologen auf vergleichende Analysen angewiesen, um herauszufinden, wie er ausgesehen haben könnte. Ägyptologie ist eine sehr strenge Wissenschaft, denn sie stützt sich nicht nur auf Ausgrabungen, sondern vor allem auf Auswertungen. Die ersten Hinweise finden die Wissenschaftler in über 1000 Jahre alten Aufzeichnungen von Reisenden. Sie berichten von einer riesigen Anlage in Achmim. Als die arabischen Reisenden im 9. Jahrhundert nach Ägypten kamen, erklärten sie, dass sie bei Sonnenaufgang die Tempel in Augenschein nahmen und sie erst bei Sonnenuntergang wieder verließen. Wenn sie jetzt diesen Raum betreten, sehen sie tote Körper und vielleicht erschrecken sie oder sie lachen oder weinen oder lächeln. Aber in der Wissenschaft beginnen all diese Mumien zum ersten Mal wieder zu uns zu sprechen. Eine dieser Mumien ist die des großen Pharao Ramses II. Das könnte die berühmteste Mumie im Kairoer Museum sein. Von Ramses Erfolgen weiß man vor allem von den Wandbildern in seinen Tempeln. Seine Denkmäler zeigen ihn nicht als Ramses, den gewöhnlichen Herrscher, sondern sie zeichnen das idealtypische Bild eines übermenschlichen Wesens. Aber eine Analyse der Mumie könnte neue Erkenntnisse liefern. Anhand der Zähne kann man das Alter bestimmen, in dem Ramses starb.
Hier handelt es sich mit Sicherheit um einen älteren Menschen. Man erkennt das am Abrieb seiner Zähne und an den Zahnlücken. Ein CT-Scan deckt zudem Abszesse in der Mundhöhle auf. Allein seine Zähne müssen ihm über Jahre höllische Schmerzen bereitet haben. Besonders aufschlussreich ist allerdings das, was fehlt. Die Pharaonen wurden mit unbezahlbaren Schätzen beerdigt. Aber bei keiner dieser Mumien fand sich irgendetwas Wertvolles. Wenn man sich diese entblößten Leichen ansieht, erkennt man, dass jeglicher Schmuck systematisch von ihnen entfernt wurde. Wer konnte so akribisch vorgehen? Wenn jemand mitten in der Nacht ein Grab ausraubt, dann hat er panische Angst davor, er könnte umgebracht werden oder der Gott würde ihn erschlagen. Also greift er alles, was er greifen kann, und macht sich wieder davon. Aber diese Mumien wurden systematisch geplündert. Vermutlich waren es die Priester selbst, die die Mumien zwar in Sicherheit brachten, die restlichen Wertsachen aber an sich nahmen. Obwohl die Priester nicht nur Retter, sondern auch Räuber waren, haben sie der Wissenschaft einen unschätzbaren Dienst erwiesen. Es war gewissermaßen ein zweischneidiges Schwert, weil es eine gute Tat war, sie an einem geheimen Ort zu verstecken. Aber sie haben natürlich auch viel gestohlen. Forensische Untersuchungen enthüllen das wahre Leben der großen Pharaonen. Aber mit der letzten Entdeckung konnten wir uns auch ein Bild der ägyptischen Gesellschaft machen. Einer Gesellschaft, die zu diesem Zeitpunkt am Rande der Anarchie lebte. Als das ägyptische Reich schließlich zusammenbrach, nutzten andere Länder dies zu ihrem Vorteil aus. Und Ägypten hatte jahrhundertelang unter Invasionen zu leiden. Aus der ägyptischen Kultur für unsere heutige Zivilisation ist die Medizin. Die frühesten Aufzeichnungen berichten von einem Arzt mit Namen Imhotep, der vor rund 5000 Jahren im Land der Pharaonen tätig war. Die Chirurgie wurde in Ägypten nicht entwickelt, um einen Menschen am Leben zu erhalten, sondern um ihn für sein nächstes Leben zu konservieren. Untersuchungen an Mumien der Pharaonen führen immer wieder die hohe Kunstfertigkeit der Ägypter vor Augen, die sie beim Sezieren entwickelt hatten. Einer erfolgreichen Mumifizierung ging immer ein komplizierter Prozess voraus, in dem die Schlüsselorgane entnommen werden mussten, ohne den Körper unnötig zu beschädigen. Wie in den meisten Anwendungen der modernen Chirurgie setzte dies ein fundiertes Wissen der Anatomie voraus. Dieses Wissen fand Zugang bis in heutige medizinische Nachschlagwerke. Und die Medizin ist nicht das einzige Wissen, dessen Ursprung wir den alten Ägyptern verdanken. Auch der moderne Maschinenbau und viele Konstruktionstechniken basieren auf Erkenntnissen, die vor 4,5 Jahrtausenden entlang des Nils gesammelt wurden. Die große Pyramide von Gizeh wurde mit einer solchen Präzision gebaut, dass ihre Seitenlängen um weniger als 1 Promille voneinander abweichen. Der griechische Philosoph Pythagoras ist uns vor allem als Mathematiker bekannt. Er studierte in Ägypten. Hier entwickelte er Gleichungen und algebraische Formeln, die die Grundlage der modernen Ingenieurswissenschaften bilden. Je weiter die heutige Wissenschaft in die Welt der antiken Ägypter vordringt, desto mehr wächst die Erkenntnis darüber, was wir ihrer Kultur schulden. Die Jagd nach weiteren Entdeckungen beginnt jeden Tag wieder aufs Neue. Es müssen auch wieder neue Leute kommen, die rausfinden wollen, was es noch zu entdecken gibt. Es ist nach wie vor eine aufregende Suche. Ein neues Betätigungsfeld könnte die Forschung im Tal der Könige finden. Vom Grabmal Setos I. zu den Schätzen von Tutanchamun hat das Tal einige der bedeutendsten Entdeckungen geliefert. Aber es könnte noch immer unentdeckte Geheimnisse bergen. Diese Annahme wurde bestätigt, als man 2006 ein neues Grab entdeckte, das KV63. Viele Wissenschaftler gehen davon aus, dass es noch weitere unentdeckte Gräber im Tal gibt.
Ich glaube nicht, dass schon alle Grabstellen enden. Die Entwicklung dieser Technik bescherte den Ägyptern einen klaren Vorsprung gegenüber anderen Kulturen. In der Zeit, als das Khufu-Schiff gebaut wurde, schlug man andernorts meistens noch Einbaumboote aus dem vollen Stamm. Diese Konstruktionstechnik ermöglichte es den Ägyptern, bedeutend größere Boote zu bauen als andere rivalisierende Kulturen. Sie konnten größere Ladungen transportieren und längere Distanzen bewältigen. Sie konnten in der ganzen ihnen bekannten Welt Handel treiben. Die Ägypter mussten sich nicht darauf beschränken, den Nil hinauf und hinunter zu paddeln. Sie waren durchaus in der Lage, auf das Mittelmeer hinaus zu segeln, wo auch immer sie hin wollten. Das war die Grundlage eines ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwungs und damit die Voraussetzung für eine 3000 Jahre anhaltende Kultur. Ägypten entwickelte sich so zu einer der erfolgreichsten Supermächte in der Geschichte der Menschheit. Das Khufu-Schiff ist die erste von Ägyptens 10 größten Entdeckungen, weil Schiffe den Grundstein für das Imperium legten. Mit dem Reichtum, der in den Schiffen importiert wurde, konnten die überdimensionierten Bauwerke finanziert werden. Ägypten errichtete Tempel und Monumente, deren Größe in der Antike nie wieder erreicht wurden. Aber diese hätten niemals gebaut werden können, wenn die Ägypter technisch nicht in der Lage gewesen wären, Steine in einem ungeheuren Ausmaß zu brechen. Ohne Stein hätte es keine Denkmäler und Monumente gegeben. Vieles von dem, was wir von den alten Ägyptern wissen, verdanken wir ihren Aufzeichnungen in Stein. Das Wissen über ihre Methode, gewaltige Steinblöcke aus den Steinbrüchen zu schlagen, verdanken wir vor allem dem unvollendeten Obelisken. Sie haben an Ort und Stelle einen solchen Stein liegen lassen, als ob sie uns zeigen wollten, wie sie dabei vorgingen. Der unvollendete Obelisk wiegt über 1000 Tonnen und hat eine Länge von fast 42 Metern. Er liegt in dem antiken Steinbruch von Aswan im oberen Ägypten. Der Obelisk wurde nie von seinem Steinbruch wegbewegt. Archäologen haben versucht, dahinter zu kommen, warum er nach so viel Arbeit liegen gelassen wurde. Aufgerichtet hätte er eine Höhe von 10 Stockwerken erreicht. Mit seinen Bildern und Hieroglyphen wäre er zu einem markanten Wahrzeichen einer jeden Tempelanlage geworden. Der Obelisk war das Symbol einer Verbindung zwischen dem König und dem Sonnengott. Obelisken sind Kunstwerke einer spirituellen Präzisionstechnologie. Für die Ägypter war der Obelisk ein Symbol der... Wir können ja eine Menge über den Alltag in Deir el-Medina lernen. Die Kunstwerke zeigen eine Gemeinschaft wohlhabender und erfolgreicher Menschen. Aber sie zeigen auch, wie die Bewohner gesehen werden wollten, nicht wie sie wirklich waren. Auf ihren Gräbern und Denkmälern führen sie ihr bestes Benehmen in Sonntagskleidung vor. Aber es ist ein Ideal. Doch auf das Alltagsleben der Bewohner gibt es noch andere Hinweise. Es finden sich auch Sachen, die sie uns lieber vorenthalten hätten. Und sie finden sich überall. Die Felswände, die die Stadt umgeben, sind aus Kalkstein. Damit wird jeder Brocken, der als Scheibe herunterkommt, zu einer potenziellen Schreibfläche. Und dieses Potenzial wurde von den Bewohnern von Deir el-Medina reichlich genutzt. Für die alten Ägypter war dies vergleichbar mit einem Notizblock. Sie brauchten nur ein Stück Stein aufzuheben und schon hatten sie ihr Schreibmaterial. Diese Scheiben, bei den Griechen unter der Bezeichnung Ostraka bekannt, wurden sowohl für offizielle Dokumente als auch für private Notizen benutzt. Sie liefern uns Aufschlüsse quer durch die Gesellschaft. Es geht nicht nur um Männer, sondern ebenso um Frauen. Auch das ist ein Aspekt des täglichen Lebens, zu dem die Funde in Deir el-Medina Material beisteuern. Die Rolle der Frau in der Gesellschaft. Wir erfahren etwas über ihre ökonomischen und administrativen Belange. Wenn sie zum Beispiel ihre Vertragspartner wegen Nichtbezahlung für in Anspruch genommene Dienste verklagten. Wir haben Hinweise auf den Besitz von Frauen, auf ihre Arbeit und ihr Leben.
Die Frauen im alten Ägypten hatten Rechte. Mehr als Frauen in der griechischen und römischen Gesellschaft und mehr als im Europa des 16. und 17. Jahrhunderts. Der Umstand, dass Ostraka mit Botschaften an Freunde versandt wurden, ermöglicht den Wissenschaftlern völlig neue Erkenntnisse. Wir können sehen, wie die Ägypter wirklich waren. Ostraka belegen, was die Ägypter in ihrer Freizeit machten. Sie tranken gern, gingen gerne fremd und waren schwatzhaft. Aufgrund dieser Funde können wir ihr Leben vor 3000 Jahren rekonstruieren. Es ist alles auf Kalkstein festgehalten. Und das Leben der Bewohner von der El Medina war dem unsrigen gar nicht so unähnlich. Zum ersten Mal erfahren wir nicht nur etwas über Könige und Königinnen, sondern über die einfachen Leute und ihr Leben. Wenn erst einmal diese Linie zwischen Zivilisation und Chaos überschritten ist, wird einen nicht einmal mehr der Glaube an die Götter und die Furcht vor ewiger Verdammnis davon abhalten, Gräber und Tempel zu plündern. Aber es war nicht nur das Werk von Gelegenheitsdieben. Das war mit Sicherheit organisiertes Verbrechen, mit gut organisierten Banden und einer eigenen Hierarchie. Grabraub ist so etwas wie eine Wachstumsindustrie. Es ist eins der ersten Beispiele organisierter Kriminalität in der Geschichte. Tatsächlich war jeder in den Grabraub verwickelt, bis zum höchsten Beamten, der für sein Stillhalten Bestechungsgeld kassierte. Aber im Tempel von Luxor gab es einige Priester, die sich immer noch als Wächter der ägyptischen Religion, der Tempel und der Pharaonengräber sahen. Sie machten sich daran, die Mumien zu retten und zu verstecken. Sie wollten die Könige beschützen. Sie holten alle Mumien und begruben sie hier. Und ihr Geheimnis haben sie niemandem verraten. Dieser Rettungsaktion haben es die Wissenschaftler zu verdanken, dass sie die sterblichen Überreste einiger der mächtigsten Herrscher der Antike untersuchen können. Wenn Sie die Augen schließen und sich Tausende von Jahren zurückdenken, können Sie sich diesen König lebend vorstellen. Nachdem man die Mumien entdeckt hatte, brachte man sie in das Ägyptische Museum in Kairo, wo sie unter sterilen Bedingungen aufbewahrt werden. Wenn Sie jetzt diesen Raum betreten, sehen Sie tote Körper und vielleicht erschrecken Sie, oder Sie lachen oder weinen oder lächeln. Aber in der Wissenschaft beginnen all diese Mumien zum ersten Mal wieder zu uns zu sprechen. Eine dieser Mumien ist die des großen Pharao Ramses II. Das könnte die berühmteste Mumie im Kairoer Museum sein. Von Ramses Erfolgen weiß man vor allem von den Wandbildern in seinen Tempeln. Seine Denkmäler zeigen ihn nicht als Ramses, den gewöhnlichen Herrscher, sondern sie zeichnen das idealtypische Bild eines übermenschlichen Wesens. Aber eine Analyse der Mumie könnte neue Erkenntnisse liefern. Anhand der Zähne kann man das Alter bestimmen, in dem Ramses starb. Hier handelt es sich mit Sicherheit um einen älteren Menschen. Man erkennt das am Abrieb seiner Zähne und an den Zahnlücken. Ein CT-Scan deckt zudem Abszesse in der Mundhöhle auf. Allein seine Zähne müssen ihm über Jahre höllische Schmerzen bereitet haben. Wie die Ägypter das Steinbrechen beschleunigen konnten. Die Ägypter haben Feuer benutzt, um den Stein zu zertrennen. Beim Erhitzen würde sich der Stein ausdehnen und abkühlen würde ihn sich zusammenziehen lassen. Ein solcher Vorgang schwächt den Stein und kann ihn sogar spalten. Wenn die Ägypter diesen Prozess gezielt eingesetzt hätten, wäre die Verwendung von Feuer theoretisch denkbar. Aber bis heute ist diese Theorie nicht überprüft. Ich bin auf das Resultat gespannt. Es wäre eine neue Entdeckung. Genauso wie es früher gemacht wurde, sucht Kelani nach einer Bruchlinie im Stein. Die Lehmziegel, die man gefunden hat, legen den Schluss nahe, dass man mit einer Mauer das Feuer kontrolliert hat.
Das Feuer erhitzt den Stein auf 800 Grad Celsius. Durch die Ausdehnung nehmen die Spannungen im Gestein zu. Nach 60 Minuten ist das Feuer weitgehend heruntergebrannt. Jetzt wird Wasser auf die Glut gegossen. Die Temperatur sinkt schlagartig und der Stein zieht sich zusammen. Es ist sehr, sehr heiß. Aber was hat die Hitze am Stein bewirkt? Kelani kann nun vergleichen, ob die vom Feuer geschwächte Bruchstelle leichter zu bearbeiten ist als eine zweite, unbehandelte. Nach einer halben Stunde beendet er das Experiment. An der nicht feuerbehandelten Bruchlinie haben die Arbeiter dem Stein nur wenig anhaben können. Aber an der erhitzten Bruchstelle zerbröckelt er leicht. Sie können sehen, wie das Feuer auf die Gesteinsschichten eingewirkt hat. Es funktioniert wesentlich besser, als wir angenommen hatten. Das erklärt, wie die alten Ägypter in sehr kurzer Zeit eine Menge Obeliske herstellen konnten. Kelani ist davon überzeugt, sein Erklärungsmodell anschaulich bewiesen zu haben. Eines der großen Rätsel der altägyptischen Baukunst ist damit gelöst worden. Der unvollendete Obelisk hat uns den Schlüssel dazu geliefert. Und die experimentelle Archäologie hat bewiesen, dass diese Theorie stimmen könnte. So können wir uns die scheinbar übermenschliche Leistung der Steinbrucharbeiter erklären. Wir sehen jetzt, wie sie einen Obelisken herausbrechen konnten. Diese staunenswerten Bauwerke wurden vor Tausenden von Jahren ohne moderne Technologie errichtet. Sie sehen, dass sie durchgängig sind. Das zeigt, dass das Rad gedreht wurde und dabei diese Spuren hinterlassen hat. Es ist also durchaus möglich, dass Tutanchamun mit der Kutsche beerdigt wurde, mit der er zu Lebzeiten durch die ägyptische Wüste jagte. Er liebte besonders das Brettspiel Senet. Darum wurde er nicht nur mit einem großen Senet-Spieltisch begraben, sondern auch mit einer kleineren Reiseversion aus Elfenbein. Tutanchamun war der oberste Herrscher einer Supermacht. Diese Gegenstände erinnern an seine Jugend und könnten auch etwas Aufschluss über seinen Charakter geben. Wo Carters Entdeckung der Welt einen Pharao vorführt, bringt uns die Wissenschaft sein Leben näher. Weitere Untersuchungen der Grabgegenstände und der Mumie des Königs werden wahrscheinlich auch weitere Details zum eigentlichen Menschen hinter der Maske liefern. Aber im alten wie im heutigen Ägypten bestand der Großteil der Bevölkerung aus einfachen, arbeitenden Menschen, die das Herz dieser Nation gebildet haben. Es ist wie ein Guckloch in das Leben des antiken Ägypten. Die fünfte Entdeckung eröffnet einen Blick auf die einfachen Menschen in der Stadt der Grabbauer. Die Stadt Deir el-Medina gewährt einen seltenen Einblick in das tägliche Leben im antiken Ägypten. Sie stand auf dem Westufer des Nils. Ihre freigelegten Reste sind eine sehr wertvolle Entdeckung. Deir el-Medina blieb weitgehend unbeachtet, nachdem die Bewohner die Stadt verlassen hatten. Damit ist sie für Archäologen eine unschätzbare Quelle. Die Stadt überdauerte, weil sie aus Stein gebaut war. Die meisten anderen Städte der Nilebene waren aus Lehmziegeln gebaut und wurden mit der Zeit weggespült. Das Fantastische an Deir el-Medina ist, dass die Stadt überlebt hat. Sie bot für 280 Menschen ein Zuhause und wurde in einer ungewöhnlichen Gegend gebaut,
hoch. Howard Carter suchte 5 Jahre lang nach dem Grab, bis eines Morgens Arbeiter bei Aufräumarbeiten die 15 Stufen fanden, die zum Eingang der Grabstätte führten. Das Grab liegt 10 Meter tief im Kalksteinbett des Tales verborgen. Das Ende des Ganges war blockiert. Carter stemmte ein Loch auf. Und er sah in dieser Kammer wundervolle Dinge. Das Grab beherbergte nicht nur den Leichnam des Pharao, sondern auch über 3000 kostbare Beigaben, die mit ihm bestattet worden waren. Seitdem ist das Grab zu einem Wallfahrtsort für Ägyptologen geworden. Aber jetzt gehen die Archäologen sogar noch einen Schritt weiter. Sie wollen den jungen König betrachten wie noch nie zuvor. Mit modernster Technik sollen die Geheimnisse des 3500 Jahre alten Körpers entschlüsselt werden. Der Computertomograph zerlegt die Mumie in viele dünne Schichten, die zu einem dreidimensionalen Abbild zusammengefügt werden. Der CT-Scan ist ein wunderbares Werkzeug. So kann man wirklich alles sehen. Vielleicht sogar, wie der König gestorben ist. Man kann wirklich alles sehen. Sein Gebiss ist tatsächlich sehr aufschlussreich. Man sieht, dass die Wurzeln an den Backenzähnen noch nicht voll entwickelt sind. Dadurch kann man von einem Alter zwischen 18 und 20 ausgehen. Experten untersuchen eine Wunde am Kopf des Königs. Könnte er daran gestorben sein? Wenn Sie sich den Schädel ansehen, finden Sie ein Loch in seinem Hinterkopf. Die obere Wirbelsäule ist beträchtlich lädiert, vielleicht sogar die Schädelbasis am Foramen Magnum, der Verbindungsstelle. Wurde die Wunde folgerichtig durch Gewaltanwendung verursacht? Dieses Loch ließ jeden von uns glauben, dass der Goldjunge ermordet wurde. Starb der junge König also eines gewaltsamen Todes? Die antike Prozedur der Mumifizierung, die so alt wie Ägypten selbst ist, kann uns bei der Klärung dieser Frage helfen. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wie die alten Ägypter dazu kamen, ihre Toten zu mumifizieren. Aber man nimmt an, dass in der Wüste gefundene Kadaver ihnen die Anregung dazu gaben. Denn diese waren durch das Austrocknen gut erhalten geblieben. Deswegen versuchten die Ägypter als erstes, den Körper auszutrocknen, und dazu verwendeten sie Natron. Ohne Natron konnte man die Toten nicht mumifizieren. Natron wirkt ähnlich wie Kieselerdesäckchen, die man heute in der Verpackung von Elektrogeräten findet. Römern und etwas, das den Ägyptern gefiel. Sie belegen, wie die ägyptische Kultur auf äußere Einflüsse reagierte. Sie war sowohl stark als auch flexibel. Das erlaubte ihr eine ununterbrochene Tradition, die ihrem Wesen nach ägyptisch blieb. Durch diese Identität konnten sie Fremdbestimmung abschütteln und sich für neue Einflüsse öffnen. Die alten Ägypter waren einfach die faszinierendsten Menschen, die in der Antike gelebt haben. Die Ägyptologie ist nicht nur für Akademiker und Wissenschaftler faszinierend. Ihre Entdeckungen und Erkenntnisse stoßen in der ganzen Welt auf Resonanz, auch heute noch. So lebt das Vermächtnis dieser einzigartigen Kultur weiter, selbst 2000 Jahre nach ihrem eigentlichen Zusammenbruch. Sie ist die Mutter vieler kultureller Traditionen, die wir für uns in Anspruch nehmen, selbst in Amerika und dem heutigen Europa. Ein wesentliches Vermächtnis der ägyptischen Kultur für unsere heutige Zivilisation ist die Medizin. Die frühesten Aufzeichnungen berichten von einem Arzt mit Namen Imhotep, der vor rund 5000 Jahren im Land der Pharaonen tätig war. Die Chirurgie wurde in Ägypten nicht entwickelt, um einen Menschen am Leben zu erhalten, sondern um ihn für sein nächstes Leben zu konservieren. Untersuchungen an Mumien der Pharaonen führen immer wieder die hohe Kunstfertigkeit der Ägypter vor Augen, die sie beim Sezieren entwickelt hatten. Einer erfolgreichen Mumifizierung ging immer ein komplizierter Prozess voraus, in dem die Schlüsselorgane entnommen werden mussten, ohne den Körper unnötig zu beschädigen. Wie in den meisten Anwendungen der modernen Chirurgie setzte dies ein fundiertes Wissen der Anatomie voraus.
Dieses Wissen fand Zugang bis in heutige medizinische Nachschlagwerke. Und die Medizin ist nicht das einzige Wissen, dessen Ursprung wir den alten Ägyptern verdanken. Auch der moderne Maschinenbau und viele Konstruktionstechniken basieren auf Erkenntnissen, die vor 4,5 Jahrtausenden entlang des Nils gesammelt wurden. Die große Pyramide von Gizeh wurde mit einer solchen Präzision gebaut, dass ihre Seitenlängen um weniger als 1 Promille voneinander abweichen. Der griechische Philosoph Pythagoras ist uns vor allem als Mathematiker bekannt. Er studierte in Ägypten. Hier entwickelte er Gleichungen und algebraische Formeln, die die Grundlage der modernen Ingenieurswissenschaften bilden. Die Computertomogramme von Tutanchamuns Mumie untersucht. Wenn sich eine Verletzung vor dem Tod eines Individuums ereignet, wird sie als Antemortem klassifiziert. Und normalerweise findet man dann im Gewebe Spuren eines Heilungsprozesses. Das hier sieht nach einer Postmortem-Verletzung aus. Das Loch in Tutanchamuns Schädel ist typisch für die Schädelöffnungen bei einer Mumifizierung. Das Loch hat nicht das Geringste mit einem Mord oder einem Komplott zu tun. Woran der König gestorben ist, wissen wir nicht. Aber mit Hilfe der Wissenschaft ist es möglich zu zeigen, wie er als Herrscher in Ägypten lebte. Es scheint, dass der Pharao nicht die gleichmäßigen Züge seiner Totenmaske hatte. Er hat dieses hübsche rechteckige Kinn. Ansonsten ist sein Gesicht eher schmächtig und zart gewesen. Wir wollen uns ja nicht über einen König lustig machen, aber wenn er ein Schuljunge wäre, würde man ihm hier vermutlich einen Spitznamen wie Hase geben. Im Gegensatz zu seiner Maske zeigen die CT-Scans ein paar vorstehende Schneidezähne. Die Beigaben, mit denen der junge König begraben wurde, bieten weitere Einblicke in sein Leben. Tutanchamuns Grab lieferte mehr Schätze als alle bisherigen Entdeckungen in Ägypten zusammengenommen. Diese berühmte Maske zusammen mit 6 Kutschen und Gold im Wert mehrerer Millionen Dollar wurde ihm mit in sein Grab gegeben. Was diesen Fund so einzigartig macht, ist der Umstand, dass er völlig unversehrt geblieben ist. Neben dem reinen Marktwert des glitzernden Goldes, das weit über 100 Kilo wiegen dürfte, haben wir den kompletten Satz einer Grabbeigabe für einen Pharao. Die Gegenstände entsprechen in ihrem Standard denjenigen, mit denen sich der Pharao im täglichen Leben umgeben hat. Wir sind immer wieder darüber erstaunt, mit welcher Sorgfalt Gegenstände wie Gefäßverschlüsse hergestellt wurden, obwohl sie nie wieder das Auge eines menschlichen Betrachters sehen sollten. Die Art der Gegenstände und das Spektrum ihrer Anwendung geben einen Einblick in das Leben Tutanchamuns. Die Ägypter glaubten, dass ihr Leben im Jenseits ähnlich wie im Diesseits wäre, nur besser. Deswegen sollte man alles mitnehmen. Die Grabbeigaben waren wie das Boot des Chufu nicht nur symbolisch gemeint, sondern hatten aus Sicht der alten Ägypter durchaus eine praktische Bedeutung. Ist so etwas wie eine Wachstumsindustrie. Es ist eins der ersten Beispiele organisierter Kriminalität in der Geschichte. Tatsächlich war jeder in den Grabraub verwickelt, bis zum höchsten Beamten, der für sein Stillhalten Bestechungsgeld kassierte. Aber im Tempel von Luxor gab es einige Priester, die sich immer noch als Wächter der ägyptischen Religion, der Tempel und der Pharaonengräber sahen. Sie machten sich daran, die Mumien zu retten und zu verstecken. Sie wollten die Könige beschützen. Sie holten alle Mumien und begruben sie hier. Und ihr Geheimnis haben sie niemandem verraten. Dieser Rettungsaktion haben es die Wissenschaftler zu verdanken, dass sie die sterblichen Überreste einiger der mächtigsten Herrscher der Antike untersuchen können.
Wenn Sie die Augen schließen und sich Tausende von Jahren zurückdenken, können Sie sich diesen König lebend vorstellen. Nachdem man die Mumien entdeckt hatte, brachte man sie in das Ägyptische Museum in Kairo, wo sie unter sterilen Bedingungen aufbewahrt werden. Wenn Sie jetzt diesen Raum betreten, sehen Sie tote Körper und vielleicht erschrecken Sie, oder Sie lachen oder weinen oder lächeln. Aber in der Wissenschaft beginnen all diese Mumien zum ersten Mal wieder zu uns zu sprechen. Eine dieser Mumien ist die des großen Pharao Ramses II. Das könnte die berühmteste Mumie im Kairoer Museum sein. Von Ramses Erfolgen weiß man vor allem von den Wandbildern in seinen Tempeln. Seine Denkmäler zeigen ihn nicht als Ramses, den gewöhnlichen Herrscher, sondern sie zeichnen das idealtypische Bild eines übermenschlichen Wesens. Aber eine Analyse der Mumie könnte neue Erkenntnisse liefern. Anhand der Zähne kann man das Alter bestimmen, in dem Ramses starb. Hier handelt es sich mit Sicherheit um einen älteren Menschen. Man erkennt das am Abrieb seiner Zähne und an den Zahnlücken. Ein CT-Scan deckt zudem Abszesse in der Mundhöhle auf. Allein seine Zähne müssen ihm über Jahre höllische Schmerzen bereitet haben. Besonders aufschlussreich ist allerdings das, was fehlt. Die Pharaonen wurden mit unbezahlbaren Schätzen beerdigt. Aber bei keiner dieser Mumien fand sich irgendetwas Wertvolles. Wenn man sich diese entblößten Leichen ansieht, erkennt man, dass jeglicher Schmuck systematisch von ihnen entfernt wurde. Wer konnte so akribisch vorgehen? Eine Erbauung vor 4.500 Jahrtausenden dabei. Jedes seiner 1.200 Teile, aus denen der Rumpf zusammengesetzt ist, wurde von Hand geschnitzt. Wir sehen dieses komplexe Ineinandergreifen der Planken wie bei einem Puzzle. Jedes Stück passt individuell und maßgerecht zu den Teilen, die es umgeben. Nicht weniger bemerkenswert ist die Art und Weise, wie diese Teile verbunden wurden. Die Ägypter benutzten keine Nägel oder dergleichen, um Boote zu bauen. Keine Schrauben, keine Nieten, keinen Klebstoff. Dieses Boot wird von Gras zusammengehalten. Das Gras wird Halfa genannt und findet sich überall in Ägypten. Die langen Halme sind sehr rau, aber wenn man sie aneinander reibt, erhält man ein festes und dennoch sehr biegsames Seil. Restaurateure haben zunächst ein Modell des Bootes im Maßstab 1 zu 100 nachgebaut. So haben sie dann die einzelnen Teile des Bootes mit den Seilen verbunden. Unglaublich. Die Entwicklung dieser Technik bescherte den Ägyptern einen klaren Vorsprung gegenüber anderen Kulturen. In der Zeit, als das Khufu-Schiff gebaut wurde, schlug man andernorts meistens noch Einbaumboote aus dem vollen Stamm. Diese Konstruktionstechnik ermöglichte es den Ägyptern, bedeutend größere Boote zu bauen als andere rivalisierende Kulturen. Sie konnten größere Ladungen transportieren und längere Distanzen bewältigen. Sie konnten in der ganzen ihnen bekannten Welt Handel treiben. Die Ägypter mussten sich nicht darauf beschränken, den Nil hinauf und hinunter zu paddeln. Sie waren durchaus in der Lage, auf das Mittelmeer hinaus zu segeln, wo auch immer sie hin wollten. Das war die Grundlage eines ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwungs und damit die Voraussetzung für eine 3000 Jahre anhaltende Kultur. Ägypten entwickelte sich so zu einer der erfolgreichsten Supermächte in der Geschichte der Menschheit. Das Khufu-Schiff ist die erste von Ägyptens 10 größten Entdeckungen, weil Schiffe den Grundstein für das Imperium legten. Mit dem Reichtum, der in den Schiffen importiert wurde, konnten die überdimensionierten Bauwerke finanziert werden. Ägypten errichtete Tempel und Monumente, deren Größe in der Antike nie wieder erreicht wurden. Aber diese hätten niemals gebaut werden können, wenn die Ägypter technisch nicht in der Lage gewesen wären, Steine in einem ungeheuren Ausmaß zu brechen. Ohne Stein hätte es keine Denkmäler und Monumente gegeben. Vieles von dem, was wir von den alten Ägyptern wissen, verdanken wir ihren Aufzeichnungen in Stein.
Das Wissen über ihre Methode, gewaltige Steinblöcke aus den Steinbrüchen zu schlagen, verdanken wir vor allem dem... Das muss schon ein gewaltiger Tempel gewesen sein. Mit solchen Übertragungen glauben die Archäologen, ohne weitere Ausgrabungen bestätigen zu können, dass die Tempelanlage von Achmim riesig gewesen sein muss. Hier könnte der Tempel angefangen haben und das Heiligtum würde dann unter den Häusern da drüben liegen. Erst weitere Ausgrabungen im Zuge der Stadtentwicklung werden über die wahre Ausdehnung des Tempels Gewissheit bringen. Wir werden in der Lage sein, den ganzen Tempel zu finden. Daher müssen wir in einem Punkt unser Bild vom antiken Ägypten gründlich revidieren. Seine Machtzentren waren weiter verstreut und auch durchgängig höher entwickelt, als wir ursprünglich angenommen hatten. Seine Bautätigkeit beschränkte sich nicht nur auf die berühmten Sehenswürdigkeiten im Norden und Süden des Landes, sondern erstreckte sich über die gesamte Länge des Nils an beiden Ufern. Einer der erfolgreichsten Herrscher und größten Bauherren des alten Ägypten war Ramses der Große. Auf ihn gehen die berühmten Felsentempel von Abu Simbel zurück, die achte unserer Entdeckungen. Ramses Ego, seine Gottgleichheit und seine Erfolge finden ihren adäquaten Ausdruck am ehesten in Abu Simbel. Der Felsentempel von Abu Simbel spiegelt das Dilemma eines jeden Pharao wider. Wie sollte er gleichzeitig als Mensch und Gott herrschen? Die Kunstwerke an den Wänden verraten, wie Ramses II. Kurz davor war, an diesem Auftrag zu scheitern. Abu Simbel liegt im Süden des Landes, in der Nähe der Grenze zum heutigen Sudan. Vier riesige Statuen wurden aus dem Fels gehauen und jeder Quadratzentimeter der Tempelwände ist mit Bildern bedeckt, die den Triumph des Pharao beschreiben. Als im Jahre 1817 der uns schon bekannte Giovanni Belzoni hier eintraf, war der Tempel von Sand bedeckt. Belzoni machte sich mit seinen Arbeitern daran, die Tausende von Tonnen Sand zu entfernen. Aber jeder Korb, den sie wegtrugen, wurde von nachströmendem Sand ersetzt. Als er schon im Begriff war, aufzugeben, entdeckte er eine einfache Lösung für das scheinbar unüberwindliche Problem. Indem er den Sand durchnässte, konnte er ein weiteres Nachrutschen verhindern. Der Plan war erfolgreich. Er fand endlich den Eingang, den seit Jahrhunderten kein Mensch mehr betreten hatte. Der Tempel von Abu Simbel war ein Monument für Ägyptens größten Bauherrn, Krieg. Die Weltreiche entstanden in immer rascherer Aufeinanderfolge und alle bedrohten Ägypten, weil es eines der reichsten Länder am Mittelmeer war. Alle diese Imperien richteten ihr Interesse auf Ägypten. Dürreperioden und interne Machtkämpfe trieben das Land zusätzlich in einen Zustand der Anarchie. All diese Probleme, die ökologischen, die politischen, die militärischen, führen ein solches System zu einem Zusammenbruch. Ein komplexes Regierungssystem kann eine Vielzahl solcher Probleme zwar einzeln auffangen, wenn sie aber alle gleichzeitig auftreten, verkraftet es das nicht mehr und kommt ins Rutschen. Die Gesellschaft brach zusammen. Die Menschen waren Hunger und Armut ausgesetzt. Aber es gab einen Ort, wo man mit Sicherheit Reichtümer finden konnte. In den Gräbern der Pharaonen. Des Nachts brachen die Menschen in die Gräber ein, um nach Mumien zu suchen. Und sie stahlen alles. War die Schändung der Gräber also ein Akt der Verzweiflung? Wenn erst einmal diese Linie zwischen Zivilisation und Chaos überschritten ist, wird einen nicht einmal mehr der Glaube an die Götter und die Furcht vor ewiger Verdammnis davon abhalten, Gräber und Tempel zu plündern. Aber es war nicht nur das Werk von Gelegenheitsdieben. Das war mit Sicherheit organisiertes Verbrechen, mit gut organisierten Banden und einer eigenen Hierarchie. Grabraub ist so etwas wie eine Wachstumsindustrie. Es ist eins der ersten Beispiele organisierter Kriminalität in der Geschichte.
Tatsächlich war jeder in den Grabraub verwickelt, bis zum höchsten Beamten, der für sein Stillhalten Bestechungsgeld kassierte. Aber im Tempel von Luxor gab es einige Priester, die sich immer noch als Wächter der ägyptischen Religion, der Tempel und der Pharaonengräber sahen. Sie machten sich daran, die Mumien zu retten und zu verstecken. Sie wollten die Könige beschützen. Sie holten alle Mumien und begruben sie hier. Und ihr Geheimnis haben sie niemandem verraten. Dieser Rettungsaktion haben es die Wissenschaftler zu verdanken, dass sie die sterblichen Überreste einiger der mächtigsten Herrscher der Antike untersuchen können. Wenn Sie die Augen schließen und sich Tausende von Jahren zurückdenken, können Sie sich diesen König lebend vorstellen. Nachdem man die Mumien entdeckt hatte, brachte man sie in das Ägyptische Museum in Kairo, wo sie unter sterilen Bedingungen aufbewahrt werden. Wenn Sie jetzt diesen Raum betreten, sehen Sie tote Körper. An der nicht feuerbehandelten Bruchlinie haben die Arbeiter dem Stein nur wenig anhaben können. Aber an der erhitzten Bruchstelle zerbröckelt er leicht. Sie können sehen, wie das Feuer auf die Gesteinsschichten eingewirkt hat. Es funktioniert wesentlich besser, als wir angenommen hatten. Das erklärt, wie die alten Ägypter in sehr kurzer Zeit eine Menge Obeliske herstellen konnten. Kelani ist davon überzeugt, sein Erklärungsmodell anschaulich bewiesen zu haben. Eines der großen Rätsel der altägyptischen Baukunst ist damit gelöst worden. Der unvollendete Obelisk hat uns den Schlüssel dazu geliefert. Und die experimentelle Archäologie hat bewiesen, dass diese Theorie stimmen könnte. So können wir uns die scheinbar übermenschliche Leistung der Steinbrucharbeiter erklären. Wir sehen jetzt, wie sie einen Obelisken herausbrechen konnten. Diese staunenswerten Bauwerke wurden vor Tausenden von Jahren ohne moderne Technologie errichtet. Und wir fangen an zu begreifen, wie. Von den vielen eindrucksvollen Bauwerken, die die alten Ägypter geschaffen haben, ist das wohl eindrucksvollste die große Pyramide. Die dritte Entdeckung betrifft die Leute, die sie erbaut haben. Niemand kann mit Gewissheit sagen, wie man mit einfachen Werkzeugen und viel Schweiß ein solch unglaubliches Monument bauen konnte. Nun werden die Wissenschaftler versuchen, dieses Geheimnis zu lüften. Bis vor kurzem nahm man an, dass im alten Ägypten die Pharaonen und die Priesterkaste Heerscharen von Sklaven befehligt haben. Aber neuere Entdeckungen korrigieren dieses Bild. Sie zeigen uns eine hochentwickelte soziale Gesellschaft, die zu der unsrigen, mit ihren Arbeitern, Gewerkschaftsbossen und Geschäftsführern, durchaus Parallelen aufweist. Die große Pyramide befindet sich bei Gizeh. Vor 4.500 Jahren befahl der große Pharao Chufu oder Cheops, wie er griechisch genannt wurde, den Bau des größten Grabdenkmals aller Zeiten. Mit einer Höhe von annähernd 150 Metern wiegt es 6,5 Millionen Tonnen. Viele Menschen glauben, dass die große Pyramide von Außerirdischen gebaut wurde oder dass Priester sie mit geheimnisvollen Zaubersprüchen erschaffen haben. Ihre Ausmaße scheinen sich einer verstandesgemäßen Erklärung zu widersetzen.